Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute nicht mit mir in der Leitung der Sebastian. Ich weiß nicht, ich glaube, der stellt sich tot. Vielleicht liegt es aber auch eigentlich an der sportlichen Situation, die der VfB momentan uns darbietet. Aber ich dachte mir, ganz alleine kann ich das auch nicht machen. Das kann ich euch nicht zumuten. Ihr wisst, wie das manchmal dann wird. Deswegen dachte ich mir, ich lade mir einen Gast ein, der schon länger auf meiner Wunschliste in Sachen Gäste stand und steht, jetzt aber abgehakt wird, nämlich der Tim, bekannt als Blog aus Cannstatt. Hallo Tim. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du erneut hier bist, weil du warst einer der ersten Gäste. Genau. Und zwar haben wir zusammen aufgenommen nach der Mitgliederversammlung im Juni, muss das gewesen sein, oder? Juni? Das war Mitte letzten Jahres, ja. Genau, und da haben wir im Endeffekt schon ein ganz düsteres Bild aufgezeichnet und vorgezeigt, dass es so düster wird, hätten wir, glaube ich, beide nicht gedacht. Aber da sprechen wir nachher noch ausführlich drüber. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, auf Twitter bekannt als Blog Cannstatt, Blog aus Cannstatt, wie auch immer. Lese ich immer wieder gerne, was du da so zum Besten gibst, muss man ganz einfach sagen. Auch ein bisschen die Stimme der Vernunft, könnte ich fast schon sagen. Ja. Also du bist nicht für populistische Äußerungen bekannt, so möchte ich es mal sagen. Das ist schon immer, das liest sich einfach immer schon, wie soll man sagen, mit Wohlwollen. Und ich glaube, du suchst auch gerne das Positive in manch einer ausweglos erscheinenden Situation. Kann ich das so sagen? Ja? Ja, es freut mich, dass es so rüberkommt. Ich versuche das natürlich zu vermeiden, ist es natürlich nicht immer. Da ist auch mal oft Emotionales dabei, aber ich versuche schon immer, dass ich da die Situation auch relativ neutral und sachlich manchmal einordne, manchmal eben auch, aber mit Emotionen, was auch nicht vermeidbar ist, ja. Ja, aktuell ist das mit Sicherheit schwer zu vermeiden, aber da bist du vielleicht genau der richtige Gesprächspartner, denn es braucht bestimmt einen kühlen Kopf, um die aktuelle Situation einigermaßen vernünftig zu analysieren. Was mir bei dir auch immer ganz gut gefällt, du bist eigentlich fast immer dabei im Stadion, so gut es halt geht, vor allem auch auswärts und du warst auch gestern in Düsseldorf. Das Wichtigste vorneweg, wie war denn so die Stimmung? Vielleicht kannst du es irgendwie in drei Etappen erklären, vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Wir waren vorm Spiel noch in Düsseldorf und sind deshalb relativ spät in die Arena gekommen. Deswegen haben wir die Stimmung vor dem Spiel haben wir nicht so mitbekommen. Während dem Spiel war die Stimmung relativ gut, fand ich, aber es war natürlich auch zu sehen, dass die Mannschaft auf dem Platz fast nichts zeigt und deshalb wurde dann, glaube ich, ab der 80. Minute die Stimmung auch so gut es geht eingestellt und dann eben nach dem Spiel mit den Bannern Stuttgart kämpfen, Dietrich raus, eben auch Dietrich raus skandiert und die Mannschaft wurde dann auch ausgepfiffen für die Leistung. Es war auf jeden Fall eine sehr aufgebrachte Stimmung nach dem Spiel, aber auch irgendwo so, dass viele, also es hat so gewirkt, wie wenn viele schon mit dem Kapitel Bundesliga auch abgeschlossen haben. Also viel Tristesse im Auswärtsblock sozusagen. Und genau. Das muss man ja auch nochmal herausstellen. 5.000 Leute sind da an einem Sonntagabend nach Düsseldorf gereist. Und vielleicht 18 Uhr. Genau, das kommt noch dazu. Lange Rückreise. Ich habe mitbekommen, dass ein paar Züge oder zumindest ein Zug ausgefallen ist, ersatzlos gestrichen wurde. Habe ich auch gelesen, ja. Wir sind mit dem Auto gefahren, waren dann gegen 0 Uhr zu Hause, aber ja. Es ist schon stressig, also da nehmen viele Menschen schon immer Großes auf sich. Also auch nochmal Respekt von meiner Seite an die Jungs, die da regelmäßig noch weitere Fahrten auch angehen. Also kann man die Stimmung, weil du es gerade so schön beschrieben hast, dass dann so ab der 80. Minute nicht mehr allzu viel Support kam, damit vergleichen, wie das im ersten Heimspiel nach der Winterpause war gegen Mainz? Da wurde ja eigentlich auch die Stimmung nach dem 3:0 komplett gecancelt, beziehungsweise man hat halt einfach nicht mehr so supported. Ja, es fällt auch irgendwo schwer, wenn man dann eben sieht, dass die Mannschaft über 90 Minuten überhaupt nichts zeigt, dann noch irgendwie die Mannschaft lautstark zu unterstützen. Ist auf jeden Fall vergleichbar. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte, den Support jetzt komplett einzustellen wegen den Leistungen oder wegen den Machenschaften in der Führungsriege,
Ja, wär meiner Meinung nach auch nicht richtig. Ja, das ist ein guter Punkt, da werden wir definitiv nachher auch nochmal drüber sprechen. Da gab es nämlich auf Twitter auch schon die ein oder andere Wortmeldung zu. Ja, vielleicht kann ich was zu meiner Stimmung sagen. Auch für mich ist es momentan irgendwie sehr merkwürdig, sich VfB-Spiele im Fernsehen anzuschauen. Also natürlich gefällt es mir immer noch am besten im Stadion, aber Düsseldorf 18 Uhr war für mich keine Option. Ich habe es mir dann ja einfach auf Sky angeguckt und es stellt sich, es ist keine Gleichgültigkeit, die sich da einstellt, aber so eine Emotionslosigkeit stellt sich da bei mir relativ schnell ein, weil halt einfach der Funken nicht überspringt. Also ich glaube, insgesamt brauchen wir gar nicht groß das Spiel jetzt hier analysieren. Das war eine indiskutable Leistung der Mannschaft. Man hat überhaupt nicht die Bedeutung dieses Spiels unserer Mannschaft angemerkt. Also natürlich haben die Spieler sich danach wieder vor die Presse gestellt und gesagt, ja, es haben die Grundtugenden gefehlt etc. pp. Aber da, ganz ehrlich, das kann ich irgendwie auch nicht mehr hören. Ja, das sehe ich selber, dass ihr nichts auf den Platz bringt. Aber es ist einfach nicht erklärbar. Oder hast du einen Erklärungsansatz, warum die Mannschaft mal unabhängig vom Trainer einfach wirklich diese Grundtugenden, ja, dieses Wollen, Beißen, Kämpfen nicht auf den Platz bringen kann? Nee, ist für mich ehrlich gesagt auch ähnlich unerklärbar. Ich bin mittlerweile schon bei der Meinung, dass man Benjamin Pavard im Winter hätte verkaufen sollen oder müssen sogar. Aber ich möchte mich jetzt nicht an Pavard irgendwie aufhängen. Die Leistung der ganzen Mannschaft hat nicht gestimmt. Da ging bis zum 16er ging vielleicht was, aber ab da gab es eigentlich immer Fehlpässe. Und ich glaube, wir hatten, also ich kann mich jetzt an zwei Chancen erinnern. Ich glaube, Gonzales in der ersten Halbzeit, wo der Ball eher in Passmanier aufs Tor ging, und dann Esswein in der zweiten Halbzeit, als der Ball dann eben aus Distanz etwas übers Tor ging. Aber an mehr kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Und es hat sich die ganze Zeit schon angedeutet, dass Düsseldorf den Sieg will, dass Düsseldorf den Sieg auch für ein Stück weit braucht. Wir hätten ihn viel eher gebraucht, aber Düsseldorf ist da unten auch noch nicht raus, und es hat sich angedeutet, dass da das Tor demnächst fallen wird. Und als es 1-0 gefallen ist, da es ging eigentlich genauso weiter. Und deswegen habe ich auch auf Twitter geschrieben, hat Düsseldorf hochverdient gewonnen. Die haben das ganz stark gemacht, und ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, absolut. Von meiner Seite aus, ja. Ja, kann ich eigentlich nur beipflichten. Düsseldorf hat das Spiel ab der ersten Minute so angenommen, wie man so ein Spiel eben annehmen muss, wie Düsseldorf eigentlich auch komplett alle Spiele bislang in dieser Bundesliga-Saison angenommen hat, nämlich Einsatzbereitschaft, Kampf, Willen, über sich hinauswachsen, das gehört natürlich alles so ein bisschen dazu. Jetzt kommen natürlich auch wieder viele, die sagen, ja gut, die Düsseldorfer, die haben es ja auch leicht, von denen erwartet ja keiner was, aber das sehe ich ein bisschen anders, ja. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die meisten VfB-Fans mit der Einstellung nach Düsseldorf gefahren sind, beziehungsweise sich das Spiel angeschaut haben, wir werden das Ding hier irgendwie schon gewinnen, sondern das, was ich so mitbekommen habe, war eigentlich durch die Bank weg, wenn wir einen Punkt holen, wären wir schon hochzufrieden. Also die Situation vor dem Spiel war bei vielen VfB-Fans, glaube ich, schon so, dass man den Düsseldorfern schon eher die Favoritenrolle zugeschoben hat, auch wenn es auf dem Papier natürlich nicht stimmt, aber Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich gehe eigentlich immer ich gehe nicht mit einem guten Gefühl ins Stadion, ich freue mich aber immer aufs Stadion. Ich freue mich immer, den VfB zu sehen, und ich hoffe dann auch ein Stück weit immer, dass es irgendwie möglich ist. Und ja, Düsseldorf ist noch eine Auswärtsfahrt, wo du gedacht hast, da kannst du vielleicht was holen. Aber dass es so gekommen ist, hat jetzt auch nicht sonderlich überrascht. Ja, vielleicht noch ein paar Rahmendaten zum Spiel. Tim hat es schon beschrieben. Von der ersten Minute an waren die Düsseldorfer eigentlich der Feldherr, wenn man das so sagen kann, hatten gleich ein paar gute Chancen. Da hat sich die VfB-Abwehr auch erneut nicht ganz so pralle präsentiert, so möchte ich es mal umschreiben. Pavard, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, hatte gerade beim 1-0 einen ganz, ganz schweren Stand. Ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen los ist. Es war jetzt schon im Endeffekt ein zweiter Aussetzer, wenn man diese Tätigkeit im Spiel gegen Freiburg auch als Aussetzer werten kann, ja, dann würde ich sagen, ja, war diese Aktion vor dem 1-0, ja, dieses Nichtverteidigen gegen Luke Bacchio, also das gibt's überhaupt nicht. Also wenn es an die Beck gewesen wäre, hätte Twitter, glaube ich, gebrannt. Aber da es Pavard war, ja, hat man es ihm halt mehr oder weniger durchgehen lassen, so ein Stück weit. Aber es war für mich mit die schwächste Leistung von Benjamin Pavard, die ich von ihm bislang im Trikot unserer Mannschaft gesehen habe. Ja, aber man muss dazu auch sagen, dass ich glaube, das war die schlechteste Leistung
ich weiß nicht, ob in der gesamten Saison, aber es war schon, ich glaube, ich habe selten so ein schlechtes Spiel von der Gesamtmannschaft gesehen. Also. Ja, es war so ein bisschen auf Schalke-Niveau, das wir erreicht haben unter Wolf, als der danach gefeuert wurde. Und erinnert da auch so ein bisschen an das Hannover-Auswärtsspiel, das letzte Spiel unter Taifun Korkut. Deswegen war natürlich für viele eigentlich klar, dass Markus Weinziel heute entlassen wird. Kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Ja. Ja, eine Aktion neben den ganzen Toren von Düsseldorf, die drei, wie gesagt, ich analysiere das jetzt gar nicht weiter. Es ist im Endeffekt klar, was da schief lief. Es sind immer wieder individuelle Fehler, Abstimmungsprobleme. Und es fehlt auch manchmal, wie gesagt, so ein bisschen der letzte Wille, so ein Tor auch verhindern zu wollen. Also da kann man auch nochmal über Mentalität sprechen, aber sei es drum, das haben wir jetzt schon oft genug getan und das brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Es gab noch zum Schluss in der letzten Minute die rote Karte für Nico Gonzalez, absolut vertretbare Tätigkeit, muss ja rot geben, für 3 Spiele gesperrt, zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass die Nerven wirklich momentan blank liegen, erinnert auch übrigens an die Abstiegssaison, da hatten wir auch den ein oder anderen Platzverweis. Und ja, letzte Woche Gomez, Pavard hätte auch gehen müssen. Jetzt Gonzalez, Ascasiba schäumt da auch ein paar Mal ziemlich hoch. Esswein, da liegen die Nerven blank innerhalb der Mannschaft. Ja, ja, also ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also, dass Gonzalez da rot sieht, das ist glasklar. Und für mich hätte auch Pavard letzte Woche rot sehen müssen. Es hätte ihn vielleicht ein bisschen gebremst. Ich denke da immer schon ein bisschen über die über das Bayern-Thema nach, dass er schon gedanklich bei den Bayern ist und dass er eben so vielleicht, weil er spielt ja immer auch bei uns, dass er so ein bisschen gebremst werden würde vielleicht, aber ja, also es hätte vielleicht ihm und der Mannschaft gut getan, hätte er da rot gesehen, weil dass er gespielt hat jetzt gegen Düsseldorf, hat jetzt auch nicht den Unterschied gemacht. Vielleicht sind wir bald froh, dass er doch nicht mit Rot vom Platz geflogen ist letzte Woche. Wer weiß, keine Ahnung. Ja klar, ich meine, aktuell ist es halt so, dass er die Leistung nicht bringt, die wir von ihm gewohnt sind. Aber er kann natürlich noch wichtig werden. Also es ist immerhin ein Weltmeister, ein guter Fußballer, der sich bislang auch nie was zu Schulden kommen lassen hat, muss man auch mal sagen. Immer seine Leistung abgeliefert, meistens sogar einer der Besten gewesen auf dem Platz. Also das wird dieses eine Spiel jetzt nicht alles wegwischen. Nee, auf keinen Fall. Aber was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Nämlich, dass er natürlich mit dem Gedanken vielleicht gespielt hat, schon im Winter nach München zu wechseln. Die Bemühungen gab es seitens der Bayern. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat da der VfB Stuttgart in Form von Michael Reschke gesagt, nein, du bleibst? Oder war das einfach klar für Spieler und Verein? Wenn dem nicht so war, also wenn es wirklich einfach das Veto gab von Reschke vom Verein und Pavard gerne gehen wollte, dann kann man sich vielleicht auch so momentan diesen enormen Leistungsabfall erklären. Andererseits macht er auf mich auf dem Platz auch irgendwie in gewisser Weise einen lustlosen Eindruck oder einen emotionslosen Eindruck, so möchte ich es mal sagen. Ich habe das ja letzte Woche schon mal angesprochen, nach dem 1:1, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war ja nur das 1:1, dass der da nicht völlig durchdreht, ist auch klar, aber trotzdem ist mir da auch so eine gewisse Emotionslosigkeit aufgefallen. Später wurde mir dann noch ein Foto von ihm geschickt, da konnte man sehen, dass er beim 2:1 dann wirklich völlig abgegangen ist, also ja, kann auch sein, dass ich das falsch interpretiere, aber auch jetzt wieder in dem Spiel gegen Düsseldorf ist mir das ein paar Mal aufgefallen, dass er die Schultern doch relativ tief hängen lässt und es fehlt einfach so das Feuer und der letzte Biss bei ihm. Vielleicht auch so ein bisschen die Präsenz. Hier steht ein Weltmeister auf dem Platz. Ich habe durchgespielt. Ich habe das Tor des Turniers geschossen bei der WM. Aber davon ist nicht so viel zu erkennen. Nee, absolut aktuell nicht. Also das wundert mich auch, dass er nicht dieses Weltmeistersein ein bisschen mehr auslebt. Damit meine ich jetzt nicht, dass er hier eine Ribéry-Show abziehen soll und Goldsteaks fressen gehen soll und so ein Scheiß. Aber was ich schon so ein bisschen verlange von ihm, dass er auf dem Platz auch Verantwortung in dieser aktuellen Situation übernimmt. Ja, gerade bei dieser sehr jungen Abwehr, wenn man Insua jetzt mal rausnimmt, aber ich meine, mit Kempf und Kabak sind halt 2 junge Spieler, neu im Verein, daneben Pavard als Weltmeister, der jetzt erst als Rechtsverteidiger ran muss. Ich rück davon auch so ein Stück weit ab. Ich glaube, das ist nicht die perfekte Position. Ich glaube, es wäre besser für den Verein oder für die Mannschaft, wenn Pavard in der Innenverteidigung spielen würde. Einfach um so eine gewisse Hierarchie, auch das Thema habe ich letzte Woche schon angesprochen, wieder einzuführen. Er ist ganz klar unser Innenverteidiger Nummer 1, ja, und er muss da hinten den Laden zusammenhalten.
Und dann hätte man vielleicht Kabak hier opfern müssen, der mit 18 Jahren die Zukunft noch vor sich hat und jetzt auch nicht unbedingt gleich jedes Spiel machen muss, seitdem er verpflichtet wurde. Ja, es wurde ja auch spekuliert, ob Pavard dann ein, zweiter vorne auf der 6 spielt. Ich weiß nicht, ob der das jemals schon bei uns gespielt hat. Ja, er hat es gespielt. Es ist mit Sicherheit eine Option, ja, aber es ist nicht die Ideallösung aus meiner Sicht. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Pavard da so mega Bock drauf hat, jetzt in die dritte Rolle gepresst zu werden. Ja, er wurde erst aus der Innenverteidigung auf die rechte Seite gestellt, dann ins defensive Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Das hat vielleicht auch was, weiß nicht, ein bisschen mit Respekt zu tun. Er ist Weltmeister, er ist unser Innenverteidiger der letzten Jahre gewesen. Der beste Innenverteidiger, den wir halt seit dem Abstieg hatten, definitiv. Eigentlich der beste Innenverteidiger, den wir seit Jahren hatten, wenn wir die Innenverteidiger mit dazuzählen, die uns erst in die zweite Liga geführt haben. Ja, und der wird jetzt mehr oder weniger so nach rechts geschoben und unter Umständen dann ins defensive Mittelfeld geschoben. Er selber sieht sich einfach als Innenverteidiger. Und ich finde, ich weiß aber auch nicht, was du ihn einsetzen. Ja, das auf jeden Fall, also das sehe ich genauso wie du. Aber was ist mit dem Spieler, das kann ja mit dem Spieler auch ganz andere Dinge machen, wenn du den jetzt irgendwie besonders gut behandelst, anders als die anderen behandelst. Das kann ja auch viel mit der Mannschaft machen, kann auch viel mit dem Spieler machen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass er da vielleicht auch keine Entscheidung hat, wo er spielt. Aber natürlich würde er uns in der Innenverteidigung wahrscheinlich mehr helfen als aktuell rechts außen. Ich denke halt, dass du mit Beck jetzt keinen super guten Rechtsverteidiger hast, aber einen soliden Rechtsverteidiger, der seinen Job so gut macht, wie er es halt eben kann. Dem passiert immer mal wieder ein Fehler, aber jetzt auch nichts völlig Absurdes. Auf der anderen Seite, nach vorne wird nicht allzu viel passieren. Aber das weiß man und das funktionierte ja eigentlich auch in der letzten Saison, sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde, obwohl er da auch eine Zeit lang verletzt war, das muss man auch berücksichtigen, hat auch jetzt in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, überhaupt keine Frage, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es vielleicht sinnvoller wäre, aktuell mit Kempf, Pavard und dann eben auf rechts mit Beck zu spielen und den Kabak erstmal ein bisschen draußen zu lassen. Ab und zu kann er mit Sicherheit reinkommen, kriegt ein paar Minuten, aber mit 18 Jahren, das ist nicht, dass er diesen Druck nicht standhalten würde, aber er wird ein Stück weit jetzt auch momentan verbrannt. Ja, er wird unter Umständen dann auch Bild dieser Mannschaft oder ein Sinnbild dieser Mannschaft sein. Der VfB, der vielleicht zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren absteigt, da wird er dann unter Umständen auch eine wichtige Rolle spielen, obwohl er eigentlich gar nicht so viel dafür kann. Also mir gefällt das nicht so gut, wie Weinz hier momentan da die Auswahl trifft. Ansonsten war ich eigentlich mit der Aufstellung ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hättest du im Mittelfeld, weiß nicht, mit Donis eher gerechnet als mit Didavi oder warst du zufrieden, dass Didavi mal von Anfang an ran durfte? Ja, ich persönlich bin eigentlich eher ein Fan von Donis. Aber dass Didavi mal gespielt hat, das fand ich auch persönlich nicht schlecht. Ich finde die Aufstellung, davon mal abgesehen, dass Gomez jetzt die rote Karte bekommen hat, ohne Gomez relativ erfrischend. Ich fand, das hat gegen die Bayern ganz gut ausgesehen. Das gefällt mir, aber dass Gomez jetzt ständig auf der Bank sitzt, das kann sich wahrscheinlich Markus Weinzierl, der Verein, die können sich das nicht leisten, glaube ich. Nee, ich glaube auch, dass er im nächsten Spiel gegen Leipzig definitiv wieder vom Beginn an spielen wird. Ich meine, diesmal war er natürlich auch gesperrt, konnte gar nicht eingesetzt werden, aber... Und jetzt fehlt Gonzalez. Genau. Also, und eben. Ich gehe davon aus, dass dann Gomez wieder in die Mannschaft rückt. Kurz noch was zu Didavis Rolle. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass Weinzierl zunächst eigentlich so ein 4-2-3-1 spielen lassen wollte. Ich glaube, das ist ein System, in dem sich Didavi ganz wohl fühlen würde. Allerdings hat Weinz hier dann relativ schnell doch wieder auf 4-4-2 umgestellt, die Davi als hängende Spitze wieder eingesetzt und ja, ich verstehe diese Experimente nicht. Schon unter Korkut habe ich das nicht verstanden, warum man mit die Davi irgendwelche verrückten Sachen macht. Die Davi ist ein Zehner, da macht er seine besten Spiele und ich finde, man sollte ihn so einsetzen und mit Zuber und Esvan über Außen hast du zwei gute Außenspieler, die hervorragend in so ein 4-2-3-1 passen würden. Auch hier finde ich die Art und Weise, wie er dann coacht, ein bisschen unglücklich. Wenn du so ein 4-4-2 spielen lassen möchtest, ist Didavi vielleicht nicht die erste Wahl, dann müsste man Donis bringen. Ach, das ist für mich ein bisschen unglücklich dann gelaufen. War mit Sicherheit jetzt nicht ausschlaggebend für
diese Niederlage, aber wie immer sind das mehrere Puzzleteile, die sich da aneinander reihen und dann am Ende dann eben eine gewisse Leistung zur Folge haben, ja, also Leistung in Anführungsstrichen, die habe ich hier gerade in die Luft gemacht. Und das nächste ist natürlich auch, es verunsichert mit Sicherheit auch immer mal wieder die Mannschaft, wenn dann relativ schnell nach Spielbeginn umgestellt werden muss. Ja, also du gehst mit dem Konzept 4-2-3-1 hier in das Spiel und nach 15 Minuten stellst du dann schon wieder auf 4-4-2 um. Das muss eine Mannschaft können, gar keine Frage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob unsere Mannschaft das in ihrem aktuellen Gemütszustand hinbekommt, weil die Jungs sind ja wirklich mental mehr als angeschlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft ist verunsichert. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung. Das fängt ja in der Kreisliga an, wenn du da mal irgendwie 5-6 Spiele am Stück verlierst und dann unten drin hängst und irgendwie das Ziel des Vereins ist es, dass du eben oben mitspielst, dann macht das schon was mit dir. Das Mentale spielt da eine große Rolle. Und wenn du dann eben so schnell nach Spielbeginn deine Formation, die Aufstellung wieder hergeben musst und wenn dann die Davi als hängende Spitze spielt, obwohl er lieber Zehner spielen würde oder wenn ja, so Sachen, dann kann das schon viel mit einem machen. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt ausschlaggebend für die Leistung war. Ja, einzelne Spieler sind es mit Sicherheit dann nicht. Das ist das Kollektiv, das da regelmäßig versagt. Und bei Kollektiv schließe ich Trainer und Ersatzbank mit ein. Nicht nur die Jungs, die auf dem Platz stehen. Ich denke mal, da können sich alle eigentlich die Hand geben aktuell. Ich versuche das Ganze jetzt hier relativ emotionslos übrigens auch runterzubeten. Nee, ich sag's, es ist einfach so, es ist ganz schwierig, sich da immer wieder emotional voll reinzubegeben und dann letzten Endes diese Emotionen nicht gespiegelt zu bekommen von der Mannschaft. Das ist für mich ein massives Problem. Ich bin seit 89 VfB-Fan und erwarte, und seitdem, das möchte ich noch dazu sagen, und seitdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es für die meisten Spieler was Besonderes war, dieses Trikot zu tragen. Da gab es mit Sicherheit auch Ausnahmen, gar keine Frage. Also nicht jeder Spieler, der in der Zeit beim VfB gespielt hat, war besonders stolz darauf. Ja, da gab es mit Sicherheit auch andere. Aber momentan fehlt selbst mir... Selbst in der Abstiegssaison mit Großkreuz, der dann nach dem Mainz-Spiel dann irgendwie heulend ein Interview gegeben hat. Also da, auch wenn er abseits vom Platz vielleicht nicht die Heldentaten vollbringt, hat er sich mit dem Verein identifiziert und dem ist es auch nahegegangen. Und da hast du gemerkt, der will spielen, der will alles geben. Wie du gerade angesprochen hast. Selbst in der Abstiegssaison. Exakt. Und das fehlt mir in der Mannschaft, die wir zum Beispiel jetzt am Sonntag in Düsseldorf gesehen haben. Also ich möchte jetzt hier nicht jedem Spieler die Identifikation mit dem Verein absprechen, aber es kommt mir so emotionslos rüber, alles. Ja, also keiner der Spieler, die da auch danach Interviews geben, wirken auf mich wirklich emotional berührt. Ich glaube, die wissen genau, was sie sagen müssen. Ich glaube, die wissen, wie sie ihren Kopf halten müssen, welche Stimmlage sie anstellen müssen, um möglichst betroffen rüberzukommen. Aber das ist für mich alles Dünnpfiff. Ich sag so, wie es ist, was da ans Mikrofon gesabbelt wird. Von Didavi habe ich dieselbe Scheiße schon in der Abstiegssaison gehört, mit genau derselben Tonlage. Das ist, im Endeffekt kannst du da alte Interviews einspielen. Von Gentner genauso. Das nehme ich dem nicht mehr ab. Wenn Zieler anfängt zu reden und sich da so selbstkritisch hinterfragt und auch die Mannschaft, das sind einfach nur Worthülsen. Ja, die sind für mich überhaupt nicht bedeutsam. Was ich hören möchte, ist, dass ein Spieler oder ein Trainer sich endlich mal vor ein Mikrofon stellt und die Fehler klipp und klar anspricht. Und das heißt nicht, Leute ans Kreuz nagelt. Ja, ich muss mich nicht hinstellen und sagen, dass der Akolo eine dumme Sau ist, weil er so einen Fehlpass spielt vom 3-0. Damit hat das nichts zu tun. Aber dass man sich gegenseitig auf dem Platz überhaupt nicht mehr hilft, dass man miteinander nicht mehr spricht, dass man auch in Momenten, wo man das Spiel vielleicht drehen kann, nicht zusammenarbeitet. Sowas kann man öffentlich ansprechen, finde ich. Momentan kann man das, weil das ist eigentlich etwas, was sich durch die komplette Saison hinwegzieht. Wir reden hier nicht von einer Momentaufnahme. Seit dem ersten Spieltag kann man das beobachten. Und ich finde, da haben gerade so gestandene Spieler, die auch eine große VfB-Vergangenheit haben, da zähle ich die Davi mit dazu, das Recht dazu, das öffentlich kundzutun und dann nicht mit Repressalien des Vereins oder des Trainers rechnen zu müssen. Also ich finde schon, dass genau diese Spieler, die Davi, Gentner, Zieler, auch ein Pavard, der nie Interviews gibt, auch hier
ich möchte jetzt Pavard nicht zu nahe treten, aber trotzdem, er ist eben Weltmeister und ein Schlüsselspieler beim VfB Stuttgart. Da kann man auch mal auf Französisch ein Interview geben. Es wird definitiv auch Journalisten im Innenraum eines Stadions geben, die Französisch sprechen. Also da bin ich mir relativ sicher. Dazu kommt, dass Benjamin Pavard jetzt nach drei Jahre ist er jetzt in Deutschland, oder? Ja. Vielleicht, ja, ich glaub schon. Ja, auch mal ein Wort Deutsch sprechen kann. Auch das kann ein Zeichen sein. Ja? Ich möchte jetzt hier nicht fordern, dass die Spieler alle sofort die deutsche Sprache erlernen oder so. Aber nach drei Jahren kann ich mir vorstellen, dass wenn Pavard nach einem Spiel ein Interview gibt und sagt, wir müssen uns den Arsch aufreißen und kämpfen und dass sich von mir aus dann auch noch ein bisschen niedlich anhört im französischen Dialekt, das kann auch schon wieder was freisetzen. Es sind halt dann einfach Spieler, bei denen man eher aufhorcht, als wie wenn zum 650. Mal Christian Gentner vor einem Mikrofon steht. Also was ich eigentlich ansprechen will mit meinem Monolog hier, ist, dass ich mir so ein gewisses Schuldeingeständnis wünschen würde von allen Beteiligten und nicht ständig dieselben Floskeln und dieselben Durchhalteparolen, die keiner mehr in Stuttgart hören kann und die mir auch auf den Sack gehen. Ja, ich weiß nicht, wie das intern angesprochen wird, ja, kann ich nicht so sagen. Wenn du jetzt aber 3-4 Spiele in Folge verlierst, schon unten drin steckst, dann musst du ja jede Woche irgendwas sagen und das dann jede Woche was Ähnliches gesagt wird, das ist eigentlich nur die Schlussfolgerung daraus. Es wäre natürlich, das würde ich mir auch wünschen, wenn die Leute, also die Mannschaft, der Trainer, öffentlich Kritikpunkte anspricht. Man hat es ja aber auch bei Martin Hinteregger vom FC Augsburg, der jetzt in Frankfurt spielt, gemerkt. Er hat dann öffentlich, glaube ich, kritisiert, dass er irgendwie nichts Positives sagen kann, dass er nicht weiß, was gespielt wird für ein System. Das war ja dann schon eher Kritik an dem Trainer von Augsburg. Der wurde dann suspendiert. Also man muss sich schon Gedanken machen, was man sagt. Und das finde ich schade in der heutigen Welt. Aber zurzeit ist es leider so, dass man nicht immer das sagen kann, was man vielleicht möchte. Gerade wenn du eben in so einer schwierigen Situation steckst und am liebsten das nächste Spiel gewinnen willst. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich würde es jetzt auch nicht begrüßen, wenn Spieler sich vor die Kamera stellen und dann die Schuld so ein Stück weit wegschieben möchten von sich selber. Nee, auf keinen Fall. Hin zum Trainer. Ja, aber man kann doch offensichtliche Probleme, die also wirklich jedem Hobbyzuschauer auffallen, finde ich schon ansprechen. Also es sind einfach wirklich so Kleinigkeiten, die dann vielleicht auch dem einen oder anderen Fan wieder Mut machen. Dani Dinavi hat zum Beispiel gesagt, dass es innerhalb der Mannschaft keine Arschlöcher gibt. Das wurde danach auch so ein bisschen diskutiert, ob das nicht vielleicht ein Problem sein könnte. Ich glaube, was Dinavi damit meinte, war einfach, charakterlich gibt es da keine Arschlochtypen, einfach so. Ja. So. Ich glaube, er meinte damit nicht, dass es mental niemanden gibt, der bereit ist, sich einen Arsch aufzureißen. So habe ich es zumindest interpretiert. Weil wir haben ja schon so eine gewisse Mentalität auf dem Platz. Mit einem Gonzales, mit einem Askasiba, Eswein. Zuba ist eigentlich auch so ein Typ, der da mal einen raushaut. Ich glaube auch, dass Kabak mit seiner türkischen Herkunft mit Sicherheit das ein oder andere Stückchen Feuerholz im Hintern hat. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was abgehen könnte. Aber alle wirken sehr verunsichert und scheinen auch nicht so richtig zu wissen, ob sie jetzt derjenige sein sollen, der hier mal so richtig Feuer gibt. Hast du auch den Eindruck, dass sich da keiner so richtig traut, auch hervorzugehen oder vorzutreten als Leader in der aktuellen Situation? Ja, ich finde, dass eben, wie schon gesagt, die Mannschaft sehr verunsichert ist und dass, wie du schon gesagt hast, dass keiner irgendwie was sagen will, irgendwie vorangehen möchte. Ich glaube, dass eigentlich grundsätzlich jeder Mannschaft gut tut, wenn auch intern mal gezankt wird, wenn auf dem Platz sich zwei irgendwie ein kurzes Wortgefecht haben innerhalb der Mannschaft, wo es danach aber wieder als Team weitergeht, wo dann zusammen an einem Ziel gearbeitet wird, und zwar, dass man jetzt das nächste Tor schießt, dass man gewinnt, dass man irgendwie wieder einen Teamgedanke herstellt. Aber es müssen eben auch auf dem Platz mal deutliche Worte her. Von wem kann ich dir leider gerade nicht beantworten, wer da der bestmögliche Spieler wäre, weil ich es gerade aktuell keinem so richtig zutraue, dass er mal so sagt, was Sache ist, und für die anderen, die Mitspieler vielleicht auch damit aufweckt irgendwie, dass alle irgendwie merken, wie brenzlig es ist und um was es auch gerade geht, vor allem gegen Düsseldorf. Ja, das macht auch ein bisschen Angst, wenn du das so sagst, aber es stimmt leider, muss man so sagen. Michael Reschke hat sich zurückgehalten, er hat nach dem
Spiel keine Interviews gegeben. Da wusste man schon nicht so richtig, wo die Reise jetzt hingehen wird. Mhm. Markus Weinziel hat für mich nur einen prägenden Satz gesagt, dass die Mannschaft an der aktuellen Tabellensituation zu knabbern hat. Davon gehe ich eigentlich auch aus, ja, dass es momentan an diversen Spielern nagt. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Situation, mit der sich die Jungs jetzt eigentlich seit dem ersten, zweiten Spieltag auseinandersetzen müssen. Und irgendwann muss man diese Situation auch mal annehmen. Ist ja jetzt nicht so, dass der VfB bombig gestartet wäre und dann irgendwie eine Abwärtsspirale sich jetzt plötzlich auf Platz 16 wiederfindet, sondern die spielen seit dem ersten Spieltag scheiße. Die Spiele, die sie gewonnen haben, da muss man im Endeffekt dem Gegner Danke sagen, weil sich der Gegner wahnsinnig dumm angestellt hat. Aber es gab ja nicht ein Spiel in dieser Saison, wo man sagen konnte, Mensch, das sah aber mal ordentlich aus. Es gab eigentlich nur Katastrophenleistungen, beziehungsweise schlechte Leistungen oder Katastrophenleistungen, so möchte ich es mal sagen. Von daher bin ich ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft jetzt plötzlich einen Schock hat und sich nicht so richtig zu wehren weiß und mit der Situation nicht umgehen kann. Also wenn sie es jetzt nicht können, inzwischen frage ich mich, wann das endlich der Fall sein soll, weil allzu viel Zeit bleibt den Herrschaften nicht mehr. Bevor wir jetzt hier weitermachen, mal eine ganz grundsätzliche Frage. Glaubst du, es reicht zumindest für den Relegationsplatz oder siehst du komplett schwarz? Ich hoffe es, aber nach dem Spiel gestern ist meine Hoffnung, dass Nürnberg und Hannover eventuell hinter uns landen, so minimal jetzt habe ich mir den ganzen Satz zerstört. Geschrumpft? Geschrumpft, genau. Meine Hoffnung ist so minimal geschrumpft, dass ich aktuell davon ausgehe, dass wir es gegen Nürnberg nicht schaffen werden zu gewinnen und gegen, also wahrscheinlich sogar verlieren und gegen Hannover vielleicht einen Punkt holen, aber das, ich weiß nicht, ob es reicht und ja. Also du rechnest mit dem Schlimmsten und sogar mit Platz 18 im Worst Case. Ja, aber so kann man es ausdrücken. Ich freue mich natürlich, ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass vielleicht ein Umdenken stattfindet, dass irgendwie die Kurve noch genommen wird, dass wir es schaffen. Aber nach dem Auftritt gestern in Düsseldorf, das war ja so blutleer, da hast du nichts mehr erkannt. Das hat schon Sorge bereitet, ordentlich Sorge bereitet, ja. Ja, wird interessant, wie das jetzt weitergeht. Ich komme jetzt mal zur Frage der Woche. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, was ich diese Woche so von euch wissen möchte. Und das war auch der Grund, warum ich es dann erst heute Morgen gepostet habe, weil mir wirklich so viele Sachen durch den Kopf gegangen sind. Einen Ansatz habe ich dann später noch vertwittert, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber jetzt erstmal zu dieser Frage der Woche und von da aus dann vielleicht so ein bisschen der Versuch von uns beiden, einen Weg aus der aktuellen Situation rauszufinden. Also meine Frage war, wer trägt die Hauptschuld an der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart? Tim, ich habe zur Auswahl gestellt, die Mannschaft, der Trainer, der Sportvorstand und der Präsident. Wen würdest du denn da jetzt auswählen? Also ich muss vorneweg sagen, dass ich eigentlich nie ein Fan davon bin, die Mannschaft irgendwie auszupfeifen oder so. Ich pfeife auch eigentlich relativ selten. Und der Mannschaft so die Schuld zu geben, weil in der aktuellen Situation habe ich das Gefühl, die Mannschaft muss das ausbaden, was weiter oben falsch gemacht wird. Ich habe auch getwittert, das ist eine lange Fehlerkette, die meiner Meinung nach bei der Ausgliederung beginnt. Dann haben viele geschrieben, ja, eine Ausgliederung ist notwendig. Man kann aber die Fehlerkette auch schon viel weiter vorne starten mit dem Präsident. Der Wolfgang Dietrich wird mit 57% der Stimmen gewählt, ohne Gegenkandidat. Sagt dann, er möchte Präsident aller sein. Wo wir gelandet sind, sehen wir jetzt. Also meiner Meinung nach wurden Schindelmeiser und Wolf, die Sympathisanten der Fans waren, dafür benutzt, die Ausgliederung irgendwie durchzuboxen, dann entlassen und dann ging es eigentlich immer weiter dem Abgrund entgegen. Deswegen würde ich sagen, in der Fehlerkette ist die Hauptschuld eigentlich die Wahl des Präsidenten. Aber die aktuelle Schuld sehe ich im Sportvorstand und eigentlich eher weniger beim Trainer. Das ist auch im Endeffekt das, was diese Umfrage widerspiegelt. 37% haben gesagt, der Sportvorstand trägt die Hauptschuld an der aktuellen Situation. 35% sehen die Hauptschuld beim Präsidenten, 25% bei der Mannschaft und nur 3% beim Trainer, was natürlich auch eigentlich ein Hammer ist. Also ich denke mal, die 3% haben sich wahrscheinlich auch noch verklickt und wollten da nicht was anderes anklicken. Also Ich bin eigentlich natürlich, ich habe das absichtlich so hier zur Auswahl gestellt, weil ich natürlich auch weiß, dass es nicht diesen einen Hauptschuldigen gibt, sondern dass jeder von den hier aus
oder auswählbaren ein Stück Schuld trägt, aber ich bin ganz bei dir. Und jetzt muss ich mich wirklich wieder zurückhalten, weil die meisten wissen es natürlich, dass Wolfgang Dietrich nicht unbedingt der größte Freund von mir und ich auch nicht von ihm bin. Die Hauptschuld trägt für mich tatsächlich aber dann doch Wolfgang Dietrich und nicht Michael Reschke auch, aber für mich ist der Hauptschuldige Wolfgang Dietrich, der eigentlich vom ersten Tag an nicht die richtigen Beweggründe hatte, VfB-Präsident werden zu wollen. Nach außen hin mag es sein, dass er das so verkauft hat, dass es ihm hier um den VfB geht und so. Und ich habe ja letzte Woche mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, der gesagt hat, er glaubt schon, dass Dietrich was am VfB liegt und er hier nicht nur eine Ego-Show durchzieht. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt momentan in einer Situation, wo man eigentlich ganz gut erkennt, dass es rein ums eigene Ego geht. Das merkt man schon bei der aktuellen Entscheidung, ob Weinziel weitermachen darf oder nicht. Ich habe heute auf Twitter geschrieben, ich finde es absolut richtig, dass man mit Weinziel weitermacht. Nicht, weil Weinziel der richtige Trainer ist, sondern weil man in der aktuellen Situation den Sportvorstand nicht nochmal so eine wichtige Entscheidung treffen lassen darf. Auf gar keinen Fall. Michael Reschke ist beim VfB Stuttgart gescheitert. Und das liegt nicht in erster Linie an Michael Reschke, sondern aus meiner Sicht an erster Linie an Wolfgang Dietrich, der zu einem völlig absurden Zeitpunkt eine ganz wichtige Position innerhalb des Vereins verändert hat, aus rein persönlichen Gründen. Es hatte keine sportliche Gründe. Wenn das doch so ist, Herr Dietrich, dann bitte ich Sie, die endlich öffentlich zu machen. Denn man kann sich nicht die ganze Zeit einfach nur hinter irgendwelche Aussagen verstecken, dass angeblich was vorgefallen ist und die Fresse nicht aufmachen. Nicht in der aktuellen Situation. Jetzt heißt es mal Titten auf den Tisch. Denn die Zeiten der angedeuteten Vorwürfe, die sind vorbei. Der VfB steht schlechter da aus meiner Sicht als vor dem Abstieg 2016. Ganz einfach, weil ein zweiter Abstieg innerhalb so kurzer Zeit dramatischere Auswirkungen haben dürfte als eben der erste Abstieg. Zweitens wurden 45 Millionen verpulvert. Geld, das generiert wurde im Endeffekt durch die Ausgliederung, die uns mehr Erfolg bringen sollte. Da können wir jetzt ein ganz großes X dahinter machen, denn Erfolg ist definitiv nicht eingetreten durch diese Ausgliederung. Sie, Herr Dietrich, wahrscheinlich wird das nie hören, aber ich muss ihn direkt ansprechen. Sie werden sich damals gedacht haben, Mensch, der Schindelmeiser ist aber eine dumme Sau. Der entscheidet ja einfach, ohne mich einzubinden. Dabei weiß ich viel besser, was gut für den Verein ist. Und deswegen muss der gute Mann weg. Dann haben Sie mit der Stuttgarter Zeitung zusammen und den Stuttgarter Nachrichten ganz einfach Artikel lanciert, die dazu beigetragen haben, die Stimmung gegen Schindelmeiser so ein bisschen aufzuwiegeln, was nicht funktioniert hat. Die Fans standen trotzdem weiter hinter ihm und dann haben sie Tabula Rasa gemacht und einen aus meiner Sicht für eine positive Zukunft stehenden Sportvorstand rein aus persönlichen Gründen entlassen und dann Michael Reschke hier installiert, der eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt gar keine richtige Chance hatte. Er hatte keine komplette Transferperiode im Sommer 2017, um seinen Kader zusammenzustellen. Er hatte nicht die Möglichkeit, einen Trainer zu verpflichten, der zu seinem Konzept passt, sondern er musste mit Hannes Wolf zusammenarbeiten, der auch vor dem Kopf gestoßen oder dem vor dem Kopf gestoßen wurde. Dazu kommt dann, dass er zu einem Zeitpunkt, als Hannes Wolf, glaube ich, dringendst die Unterstützung eines Sportvorstands gebraucht hätte, nicht die Eier in der Hose hatte, weil er vielleicht auch gar nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen muss, weil ihm einfach da auch so ein Stück weit die Erfahrung als Frontrunner, möchte ich jetzt mal sagen, fehlte. Er hat die falsche Entscheidung getroffen, die fatal war, hat sich danach für Taifun Korkut entschieden, nicht weil es seine erste Wahl war, auch hier wieder eine Fehlerkette, die dem Sportvorstand zuzuschreiben ist, sondern weil seine eigentliche erste Wahl Markus Weinz hier sich nicht so ganz sicher war, ob der VfB jetzt die richtige Option für ihn ist oder ob er nicht noch ein paar Tage zu Hause rumlungern möchte und das Geld von Schalke kassieren will. Dann, ja, haben wir die zweite Transferperiode, wo im Nachhinein ein völlig falscher Kader zusammengestellt wurde, kann man danach immer sagen, aber so ist es halt einfach. Man wird dann letzten Endes an dem gemessen, was man so zusammengekauft hat und das war halt dann am Ende Murks, muss man einfach so sagen, auch wenn man Pech hatte und auch wenn ich damals gesagt habe, dass die Transfers interessant sind. Und das habe nicht nur ich gesagt, das haben viele gesagt. Nur bin ich einfach nur ein Spast, der auf Twitter irgendeine Scheiße schreibt und nicht hauptberuflich Spieler scoutet und eine Mannschaft zusammenstellt und mich überall hinstelle und behaupte, ich wäre irgendwie der Perlentaucher der Bundesliga. Das war Bullshit. Jetzt muss ich wieder langsam ein bisschen runterkommen. Entschuldigung. Ich rede mich ein Stück weit in Rage. So, die haben den Kader nicht ordentlich zusammengestellt, haben dann auch wieder sich hinter Ausreden versteckt, um Taifun Korkut entlassen zu können. Und danach mit so eine Scheiße zu kommen wie Fitnesszustand und so ein Dreck. Ja, also ganz ehrlich, das ist doch peinlich für einen Sportvorstand, sich danach hinzustellen und die Schuld einfach nur dem Trainer in die Schuhe schieben zu wollen, der letzten Endes vielleicht Teil
einer Fehlerkette war, aber nicht Hauptursache. Und ich habe es damals schon gesagt, Taifun Korkut hat mit Sicherheit nicht den Spielern befohlen, jeden Abend 20 Päckchen Oreo zu fressen und sie nicht mehr zu bewegen. Ja, also es kann einfach nicht sein, dass ein Trainer, selbst wenn es der schlechteste der Welt ist, einen Fitnesszustand der Mannschaft innerhalb kürzester Zeit von Normallevel auf Kreisliganiveau runterrockt. Das geht nicht. Nur sie haben diesen Einwurf des ein oder anderen Journalisten gerne angenommen und haben gesagt, Mensch, das war's. Der Korkut ist eine Pfeife als Trainer, der hat im Endeffekt komplett versagt. Letzten Endes haben beim VfB Stuttgart hauptsächlich zwei versagt und sind an ihren eigenen Egos gescheitert. Reschke und Dietrich, beide haben in diesem Verein aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen. Michael Reschke sollte am besten morgen entlassen werden. Und ich bin der Meinung, der VfB Stuttgart sollte den Mut besitzen, ein junges Führungsduo oder zumindest ein vielversprechendes Führungsduo zu installieren. Sportvorstand, Sportdirektor. Tim, ich halte jetzt mein Maul und... Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich auch mal reingrätschen darf. Du musst sogar, weil sonst hat das hier überhaupt keinen, findet es kein Ende mehr. Entschuldigung. Es belastet mich einfach. Aber Tim, jetzt sag mal du. Ich merk's. Wie geht's weiter? Ich bin immer noch der Meinung, dass Taifun Korkut zu einem großen Teil, zu einem sehr, sehr großen Teil von Hannes Wolf profitiert hat. Ich glaube, das war ein großer Verdienst der Rückrunde, der sensationellen Rückrunde war auch Hannes Wolfs Verdienst. Also Taifun Korkut konnte da noch ziemlich viel mit übernehmen. Jetzt nochmal, um ganz an Anfang zu springen, ich glaube nicht, dass Wolfgang Dietrich nichts am VfB liegt, also da bin ich ganz bei Sebastian. Allerdings durch die Situation, die sich auf die Jahre hin angestaut hat, dass dann Schindelmeiser entlassen wurde, gefühlt aus dem Nichts, jetzt mit Guido Buchwald, da merkt man einfach, dass da irgendwas nicht passt. Zu Schindelmeiser, ich war ein großer Fan von Schindelmeiser. Ich habe gedacht, unter Schindelmeiser schaffen wir es, auf längere Zeit erfolgreich zu sein und uns in der Bundesliga zu etablieren. Was aber da auch ein bisschen rausgekommen ist, dass Schindelmeiser schon sehr für sich gearbeitet hat. Was man gelesen hat, dass er eher alleine gearbeitet hat, dass er sich von anderen keinen Rat einholen wollte. Von welchen anderen? Von Dietrich? Das ist eben die Frage. Da wollte ich nämlich darauf hinaussteuern, dass es meiner Meinung nach darf die sportliche Verantwortung nicht auf einer Person lasten. Man bräuchte ein Team, das dann gemeinsam arbeitet und wo dann nicht nur eine Person für verantwortlich gemacht wird. Reschke, wie du schon gesagt hast, ist sehr nicht schlecht gestartet, er hatte schlechte Voraussetzungen zu starten. Ja. Die Außendarstellung war anfangs meiner Meinung nach katastrophal. Dann hat sich das sehr gewandelt. Also ich bin davon überzeugt, dass in der Zeit irgendwas passiert ist. Dann hat er nach der Rückrunde direkt auf einer Pressekonferenz, glaube ich, 4 Transfers verkündet. Und da hat er ordentlich was an seiner Außendarstellung gemacht. Aber jetzt, wieder gegen Ende hin, hat sich das wieder ein bisschen gewandelt. Durch die ganze Wahrheitsbeugung. Ja, alles, was du auch... Vieles, was du schon gesagt hast, ist Michael Reschke. Ein wichtiger Punkt ist doch, dass du gar nicht mehr weißt, ob du das, was er gerade sagt, überhaupt noch glauben kannst. Ja. Als Fan, ja, als Journalist, du musst doch immer hinterfragen, ob er dich gerade anlügt oder nicht. Ist ja Wahnsinn. Ja, das finde ich irgendwo schade. Also ich würde mich da gar nicht so drüber aufregen, weil wir müssen mit dem umgehen, was wir zu hören bekommen. Michael Reschke präsentiert auch den Verein, steht für die sportliche Leistung. Er kann natürlich nicht jetzt irgendwie, kann nicht immer die Wahrheit sagen, dass er dann aber so klar was sagt, was eigentlich überhaupt nicht stimmt mit der Ausstiegsklausel von Özcan zum Beispiel. So Sachen, die haben alle so ein Geschmäckle. Also, ja. Das trifft's genau. Das trifft's genau richtig. Alles hat bei Reschke, und das ist positiv ausgedrückt, ein gewisses Geschmäckle. Immer ist irgendwas noch, von dem wir noch nicht direkt was wissen, sondern erst später erfahren. Es stimmt eigentlich nie das, was er sagt, zu 100%. Ja? Er verkauft sich und das, was er sagt, so schlecht. Wenn Michael Reschke kein Sportvorstand wäre, sondern ein Autoverkäufer, wäre der nach 2 Wochen pleite, weil kein Mensch mehr bei dem einkaufen würde. Weil das einfach, das ist das... Ja, ich nehme dir nichts mehr ab.
Ja, ich habe relativ lange habe ich damit gewartet, Michael Reschke öffentlich irgendwie zu loben. Also viele haben ja gesagt, Michael Reschke ist ein super Mann, der kommt vom FC Bayern. Der war, glaube ich, 2 Wochen da und die meisten waren irgendwie überzeugt, dass der VfB wieder vorangeht. Dann habe ich, und ich glaube, wie viele andere auf Twitter auch, geschrieben, dass man ihm Zeit lassen muss, dass man ihm irgendwie erst im Herbst misst. Dann kam dieser Punkt und dann war ich schon, muss ich persönlich sagen, war ich überzeugt, dass wir mit Michael Reschke es schaffen können, irgendwie wieder voranzugehen. Dann, ich war von den Transfers überzeugt. Mir hat es gefallen, dass er eigentlich direkt nach der Saison einen fast kompletten Kader zusammen hatte. Er hat die auf dieser großen Pressekonferenz, ich glaube, wie schon gesagt, 4 oder 5 Transfers, 4 waren es, glaube ich, verkündet. Ja, Kopacz, wer war es denn alles damals? Kopacz, Maffeo, Sosa, das muss man schon überlegen. Didavi war später, oder? Nee, ja, ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, Didavi war später. Ich weiß, dass Insua Verlängerung wurde bekannt gegeben. Castro kam auch noch irgendwie Castro 2 Wochen kam später. Da warst auch du noch am Bahnhof, Mensch. Nee, das war nicht ich. Warst nicht du? Nee. Egal, wir behaupten es einfach so. Soll uns erstmal jemand was anderes beweisen? So, und wenn, dann war es eine Wahrheitsbeugung, ganz einfach. Also lernen von den Großen. Ich hatte ein positives Gefühl. Ich habe gedacht. Aber konntest du ein Konzept erkennen? Also eine Idee hinter Reschkes Transfers, jetzt im Nachhinein. Ich gebe dir recht, ich bin wirklich bei dir. Ich habe danach auch eine Ausgabe aufgenommen und habe das, gefeiert wäre übertrieben, aber zumindest gut geheißen, wie er da aufgetreten ist und mit welcher Idee er letzten Endes, oder was er uns da versucht hat zu verkaufen. Aber jetzt im Nachhinein, kannst du ein Konzept erkennen, das Reschke vorgibt? Für das er steht? Wie ich schon gesagt habe, es hat so ein Geschmäckle, dass er irgendwie zu Pep Guardiola irgendwie einen relativ guten Draht hat und dessen Bruder irgendwie der Berater von Maffeo ist, dass Daniel Didavi eben zum VfB zurück wollte und Schindelmeiser ihn eben nicht verpflichtet hat, weil er ablösefrei gegangen ist und er wieder Ablöse für ihn hätte zahlen müssen, dass Castro gekommen ist, weil er ihn seitdem er 10 oder 12 ist, kennt, also von klein auf kennt. Im Nachhinein kann man sich immer beschweren. Es hat schon irgendwo, man kann es deutlich hinterfragen. Aber in der Situation damals habe ich persönlich gedacht, jetzt hat ein Trainer eine komplette Sommervorbereitung. Der Sportvorstand hat in Anführungszeichen geliefert. Ich hatte ein positives Gefühl, was sich dann natürlich auch immer wieder, immer weiter verschlechtert hat. Ja, er muss sich natürlich jetzt an dem Status quo messen lassen. Und da hat er letzten Endes als Sportvorstand absolut versagt. Was ich gut fand, ist die Herangehensweise, die du gerade vorgeschlagen hast. Die würde ich auch genauso unterschreiben, dass ein Sportvorstand auch einen Sportdirektor braucht. Ich glaube, man muss diese Last auf 2 Schultern verteilen oder in dem Fall dann sogar auf 4. Denn ich gehe davon aus, dass der jeweilige Direktor bzw. Vorstand 2 Schultern hat, im besten Fall. Also ich würde das begrüßen und ich hätte das auch gut gefunden, wenn Reschke den von ihm, glaube ich, auch gewünschten Sportdirektor bekommen hätte. Ja, muss man natürlich auch wieder fragen. Ich meine, die murksen da jetzt seit einem Jahr rum und suchen nach irgendeinem Sportdirektor, kriegen ständig Absagen, weil sie natürlich auch wieder völlig behindert ständig an die Öffentlichkeit gehen mit diesem Thema. Das ist dann auch wieder so eine Bankrotterklärung. Ich meine, die Leute, die du jetzt darauf ansprichst, die wissen doch auch, dass sie die 8. Wahl sind inzwischen. Das ist das Thema bei der ganzen Sache. Also wenn du angerufen wirst und gefragt wirst, ob du das übernehmen möchtest und genau weißt, dass die 1. Wahl, die 2. Wahl abgesprungen ist und man seit einem Jahr jetzt schon sucht, dass du dann irgendwie schon mit einem ganz anderen Grundvertrauen startest, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Und ja, dass du da eben dann auch ablehnst und sie deshalb so lange suchen, das ist halt irgendwie relativ unglücklich, dass man da eben dann immer in der Öffentlichkeit auch das dann preisgibt, dass man die Wahl nicht bekommen hat und schon so lange sucht und ja. Eins muss ich noch ansprechen, was du vorhin kurz ins Gespräch gebracht hast, nämlich das Ding mit Guido Buchwald. Wir haben ja letzte Woche schon darüber philosophiert, wie das wohl gelaufen ist, dass Guido Buchwald plötzlich sein Amt niederlegt und sollte sich herausstellen, dass genau eigentlich das eingetroffen ist, was wir damals vermutet haben. Was ich aber noch im Nachhinein sagen muss, was mir dann auch noch eingefallen ist, als das alles so publik wurde mit Port und Buchwald, was für eine Pfeife ist eigentlich Wolfgang Dietrich? Ich meine,
Jetzt mal ehrlich, die stehen in der Präsidentenloge. Wenn ich das Wort schon höre, könnte ich schon kotzen. Ja, Präsidentenloge, so eine Scheiße. Die stehen halt in ihrer scheiß Loge und gucken sich den Dreck da an, Sky 90. So. Dann fallen diese Äußerungen von Berthold und Port, ja, macht da einen auf Mr. Wichtig und geht Guido Buchwald an. Buchwald bietet angeblich dem Herrn Port dann sogar ein Gespräch unter vier Augen an und Port geht darauf nicht ein. Ich verlange von dem Präsidenten und von dem Vorstand des Aufsichtsrats, es ist ja Gott sei Dank derselbe, dass er die zwei Pfeifen danach sich ins Büro bestellt und mit denen dieses Thema bespricht. Und nicht, dass ein Guido Buchwald danach nach Hause fährt, eine Nacht nicht schläft und danach um 16.17 Uhr alle Pressehäuser dieser Welt hier anschreibt und sagt, dass er seine Ämter hinterlegt beim VfB Stuttgart. Auch da versagt für mich der Präsident Wolfgang Dietrich, der in der aktuellen Situation sich im Klaren sein muss, dass sowas eigentlich der Super-GAU in der jetzigen Situation ist. Er muss unter allen Umständen versuchen zu verhindern, dass genau das passiert, was passiert ist. Und zum einen kann es auch nicht sein, dass sowas danach in diesem Detailreichtum an die Öffentlichkeit kommt. Weil ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwie der Phil Meisel mit in der Loge stand, sondern das werden die Leute gesteckt bekommen haben. Ja, und das ist halt auch schon wieder sowas, was für diese Zerrissenheit innerhalb der sportlichen Führung und natürlich auch der Vereinsführung im Allgemeinen spricht. Also auch da versagt für mich ein Stück weit der Präsident, der das Ganze dann auch moderieren muss oder beziehungsweise vielleicht auch irgendjemand anders aus dem Aufsichtsrat. Aber da muss doch was passieren. Das kannst du doch nicht einfach so stehen lassen. Buchwald geht und dann ist das Thema durch oder was? Das geht ja nicht. Ich wage mich eigentlich fast gar nicht, das irgendwie zu beurteilen. Was aber jetzt über die Amtszeit von Wolfgang Dietrich immer ersichtlicher wird, auch mit Guido Buchwald, der schon vor paar Monaten öffentlich Kritik geäußert hat an der Verlängerung von Tyfon Korkut, dass Leute, die kritisch Sachen ansprechen, Leute, die auch mal Vorwürfe machen, was natürlich, also das muss man ganz klar dazu sagen, was Buchwald gemacht hat, er ist im Aufsichtsrat und geht dann an die Presse und sagt, er kann die Verlängerung von Tyfon Korkut nicht verstehen und zweifelt deswegen an Michael Reschke. Das geht natürlich auch nicht. Also das kannst du eigentlich nicht machen, wenn du im Aufsichtsrat sitzt. Aber was deutlich wird, dass Wolfgang Dietrich Menschen mit die Kritik üben. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist, aber dass er die beiseite schaffen möchte, dass er beiseite räumt, ja. Ja, genau. Dass er damit eventuell nicht umgehen kann und die einfach keine Kritik duldet auch. Und das spricht dann wieder so für sich, warum Wolfgang Dietrich dann vielleicht nach dieser Auseinandersetzung in der Loge nicht so konsequent gehandelt hat, wie du es dir vielleicht oder wir uns es gewünscht hätten. Dass er eben dieses Gespräch zwischen den beiden gesucht hätte und alles daran gesetzt hätte, dass das irgendwie geklärt wird. Deswegen, das spricht schon irgendwie ein bisschen für sich, dass dann Guido Buchwald nach Hause fährt, sich in der Nacht Gedanken macht und dann über die Presse sagt, das Vertrauen ist nachhaltig geschädigt und er ist nicht mehr länger Teil des Aufsichtsrats. Ja, also es ist momentan wirklich ein bisschen schwierig, da dem ganzen Problem auf den Grund zu gehen, weil natürlich, das hast du auch richtig gesagt und ich sag's nochmal, auch auf Twitter bist du bekannt als die Stimme der Vernunft. Jetzt habe ich schon zwei Stimmen der Vernunft hier als Podcast-Gesprächspartner. Das kann mir nicht schaden. Du hast es nicht verhindern können, dass ich mich dann doch wieder in Rage geredet habe. Aber ich glaube, momentan ist auch momentan nicht so leicht, da einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Dennoch. Darf ich da kurz genau auf den Punkt eingehen? Es darf sich aktuell in der aktuellen sportlichen Situation, aber auch was außenrum passiert, was nicht das Sportliche betrifft, da darf sich keiner darüber beschweren, dass öffentlich Kritik geäußert wird. Also wer jetzt da in der Führungsriege sich noch wundert, dass öffentlich Kritik aufkommt mit dem Vorgehen mit Buchwald, mit dem sportlichen Vorgehen, mit den Konsequenzen, dass da kritisiert wird, das kann keinen mehr wundern. Und da sollten sich eigentlich auch alle wirklich ernst gemeinte Gedanken machen. Und das meine ich gar nicht negativ. Das ist gehört meiner Meinung nach zu einem normalen Prozess, wenn man eben solche Abläufe hat, wenn so Sachen passieren, dann muss man sich Gedanken machen, was ist schiefgelaufen, was kann man ändern, weil der sportliche Erfolg und der Verein sollten immer noch im Fokus und im Mittelpunkt stehen. Und das ist meiner Meinung nach derzeit nicht oft der Fall.
So, und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich jetzt auch noch ansprechen möchte, nämlich, wie geht es insgesamt weiter? Wie wäre jetzt ein vernünftiger Ablauf, um gemachte Fehler zu korrigieren und ja, um irgendwie wieder halbwegs in ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit dem Verein, aber in ruhigere Fahrwässer, so möchte ich mal sagen, zu kommen. Jetzt sage ich dir mal, wie ich mir das vorstelle und dann kannst du ja du mal sagen, wie du es dir denn vorstellen würdest. Aus meiner Sicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, müsste die erste Handlung jetzt sein, dass man Michael Reschke leider Gottes von seinem Amt entfernt und erstmal mit Markus Weinziel weiterarbeitet, beziehungsweise wenn das auch nicht mehr geht, dann kann man von mir aus auch darüber nachdenken, vielleicht wirklich jetzt mit Andi Hinkel oder sowas in der Art weiterzumachen, wobei ich der Meinung bin, wenn du jetzt irgendwelche Veränderungen auf der Trainerposition vornimmst, kann das niemand sein, der momentan schon in irgendeiner Art und Weise mit der Mannschaft arbeitet. Weil alle Impulse, die du jetzt setzen möchtest, müssen positive Impulse sein. Und wenn da jetzt zum Beispiel Andi Hinkel steht, der die komplette Rückrunde jetzt mitgearbeitet hat, ich glaube nicht, dass das jetzt besonders Kräfte freisetzt bei der Mannschaft. Also für mich wäre die erste Personalie wirklich Reschke, der entweder freiwillig das Feld räumen müsste oder eben dann dazu gebracht werden müsste, das Feld zu räumen. Und dann hoffe ich, dass der VfB, ich weiß gar nicht genau, wer das dann machen sollte, Wolfgang Dietrich wird es wahrscheinlich nicht sein, jetzt schon daran arbeitet, einen vernünftigen neuen Sportvorstand zu präsentieren und am besten gleich damit im Verbund einen Sportdirektor. Also es wäre mir sehr wichtig, wenn da zwei Leute miteinander arbeiten, die auch im Großen und Ganzen eine ähnliche Philosophie an den Tag legen und eine Idee haben, die, ja, sag ich mal, nicht allzu weit von der abweicht mit des jeweiligen Gegenübers, also Vorstand und Direktor. Das wäre mir schon ganz recht. Und beide, wie gesagt, dann am besten eine mit dem Fokus auf die Jugend gelegte Philosophie, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Wenn es ginge, dann könnten die gerne schon im Februar oder März anfangen, aber das ist wahrscheinlich alles nicht so leicht, wie ich mir das vorstelle. Nichtsdestotrotz ist es ja hier einfach nur mein Gedankenspiel, deswegen führe ich es weiter aus. So, also, wir gehen davon aus, dass es einen Sportdirektor gibt und einen Sportvorstand, der sich dieses Chaos hier antun will. Ich möchte gleich dazu sagen, es ist nicht möglich, dass du jetzt jemanden hierher holst, wo man nicht ein bisschen Bauchschmerzen wahrscheinlich haben wird. Also du brauchst Mut, welche Lösung du jetzt präsentierst, das wird niemand sein, wo alle sagen, super cool, sondern es wird immer irgendeinen Haken geben, da bin ich mir sicher. Aber ich bin bereit, mit diesem Haken zu leben, wenn ich ein klares Konzept erkennen kann. Dieses Konzept kann übrigens nicht sein, wir holen Ü30-Spieler und geben denen einfach nochmal richtig geile Verträge. Das ist ein falsches Konzept. Aus meiner Sicht muss ja schon der Fokus auch so ein Stück weit in Richtung zweite Liga rücken. Also du musst schon, wie gesagt, eine auf Jugend basierte Philosophie an den Tag legen, glaube ich. Sportdirektor und Vorstand, neuer Sportdirektor, neuer Vorstand, sollten dann zusammen darüber entscheiden, wer diesen Verein in Zukunft trainieren wird. Markus Weinziel ist für mich keine Option, egal wie das jetzt hier für ihn ausgeht. Aber ich glaube, das Ding ist einfach durch. Ich glaube auch, dass Weinziel so ein bisschen durch ist mit dem VfB Stuttgart. Vor allem auch mit Michael Reschke. Ich glaube, da wird zu wenig drauf eingegangen, dass zwischen Reschke und Weinziel, ich glaube auch nicht mehr allzu viel an Verbindung besteht. Ich glaube, die beiden haben sich auch etwas auseinandergelebt, um es mal positiv auszudrücken. Also, wie gesagt, auch Markus Weinziel sehe ich hier nicht über die Saison hinaus beim VfB Stuttgart arbeiten. Welcher Trainer dann den VfB übernehmen sollte, keine Ahnung. Ich habe heute mit einem Dortmund-Fan so ein bisschen geschrieben, der gemeint hat, das wundert ihn eigentlich, dass David Wagner noch nicht so richtig genannt wurde. Ich habe dann direkt gemeint, kannst du dir vorstellen, dass Wagner sich das hier antut beim VfB? Ich meine, er hat es ja aus erster Hand erfahren von Hannes Wolf, wie es eigentlich läuft. Wenn du mit einem Konzept und vielleicht auch mit einem gewissen Vertrauensvorsprung arbeiten musst, du musst einfach die Möglichkeit haben, hier beim VfB auch mal 5, 6, 7, 8 Spiele nicht positiv bestreiten zu dürfen. Also vor allem, wenn du in der ersten Liga bleibst, ich denke mal, in der zweiten Liga hast du noch weniger Zeit, um Fehler zu machen, sondern da muss es mehr oder weniger direkt funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sollte es ein Trainer sein, der auch wieder für eine gewisse Zukunft zumindest steht. Und dann kommen wir zur letzten Personalie und das ist Dietrich. Dietrich kannst du ja nicht einfach so entlassen, das ist ein Problem. Ja, du musst den letzten Endes abwählen und das wird, ich denke mal, die größere Baustelle. Während ich das jetzt hier so erzählt habe, hoffe ich zum einen, Tim, dass du jetzt eine bessere Antwort vielleicht parat hast als ich, vor allen Dingen eine einfachere. Und auf der anderen Seite wird mir natürlich auch klar, dass meine Ideen, die ich hier geäußert habe, wahrscheinlich gar nicht mit Dietrich umzusetzen sind. Aber gut, jetzt bin ich mal gespannt, was du an Pläne hier auspacken kannst.
Also man fragt sich ja als Fan automatisch, was könnte helfen, wie geht's voran? Und da ist es klar, dass Reschke als erster in den Gedanken auftaucht. Ich frage mich nur, was oder ob es einen großen Sinn macht, Reschke jetzt zu entfernen und dann irgendwie auf gut Glück einen Sportdirektor, einen Sportvorstand zu installieren. Oder ob es vielleicht besser wäre, wenn man mit Reschke bis zum Ende weiterarbeitet, den Karren so eventuell ganz an die Wand fahren lässt und dann, ja, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber in der zweiten Liga einen Neustart wagt. Lass mich ganz kurz einklinken, warum ich es jetzt machen würde. Das ist ganz mehr einfach. Du hast mehr Zeit. Und hast nicht das Problem, dass du dann ab, ja, weiß nicht, wann ist der letzte Spieltag, 17. Mai oder so, dann anfangen musst, dich eben umzuschauen nach einer neuen sportlichen Führung. Gegebenenfalls hast du dann das Thema mit dem Trainer, ja, weinst hier ja oder nein, dann hast du keinen richtigen Trainer. Das ist aber auch wieder wichtig, um neue Spieler zu verpflichten. Also ich glaube, dass man mit etwas mehr Vorlauf dem möglichen neuen Sportvorstand eher einen Gefallen tut, als wenn man den jetzt, sag ich mal, zum Stichtag 30.06. erst engagieren würde. Ja, also ich glaube nicht, dass Dietrich Reschke rausschmeißen wird. Deswegen weiß ich nicht, ob es so realistisch ist, dass Reschke sagt, ich gehe jetzt vorzeitig und nicht erst zum Saisonende. Mir fehlen da irgendwie ein bisschen so die klaren Ansagen. Ich habe ein Problem damit, dass man sagt, ja, Weinziel sitzt gegen Leipzig noch auf der Bank und was danach ist, ja, dann wird er am Sonntag wird er dann halt gefeuert, so der Nase nach. Sag mir mal kurz, was das für dich für einen Eindruck hinterlässt. Dieses nicht klar hinterm Trainer stehen? Ja, genau, das hab ich gemeint. Mir fehlen klare Ansagen. Entweder wir entlassen Weinziel jetzt ab sofort. Oder man sagt, wir gehen mit ihm bis zum Saisonende und hören dann auf. Aber zu sagen, ja, er wird auf jeden Fall gegen Leipzig auf der Bank sitzen, ist ja dann auch im Umkehrschluss die Aussage, da, was danach passiert, ist von dem Leipzig-Spiel abhängig. Was ich persönlich aber nicht gut finde, weil du kannst Leipzig nicht als Maß nehmen für die Arbeit von Markus Weinz hier, weil dass wir gegen Leipzig gewinnen, das ist so unwahrscheinlich. Da kannst du ihn eigentlich auch heute rauswerfen. Wenn du mit dem Gedanken in das Leipzig-Spiel gehst, wenn wir verlieren, ist er weg. Weil deswegen wünsche ich mir klare Ansagen. Wir gehen bis zum Ende der Saison mit Markus Weinz hier, was danach? Danach gehen wir getrennte Wege und suchen. Dann ist für Markus Weinz hier alles geklärt. Dann kann der VfB Stuttgart auch schon während der Zeit nach einem neuen Trainer suchen und der neue Trainer kann sich darauf auch einlassen, kann vielleicht noch nachdenken. Das wäre für alle Seiten besser. Wie man das jetzt aber kommuniziert, das ist natürlich die andere Frage. Wir stecken alle nicht in der Haut von Michael Reschke. Er muss sich der Öffentlichkeit stellen, er muss was sagen. Es wird intern noch nicht so weit gedacht oder geklärt sein, dass man sagt, ja, wir gehen mit Weinz hier bis zum Saisonende. Ich glaube immer noch, dass man das nach Ergebnissen entscheidet. Prinzipiell fand ich es jetzt aber gut, dass man gesagt hat, man schmeißt ihn nicht direkt nach dem Düsseldorf-Spiel raus, weil ich eher einer bin, der sagt, man geht eine längere Zeit mit dem Trainer und wenn es dann irgendwann nicht passt, dann zieht man Schlussstrich, allzu schnelle Handlungen irgendwie durchzuführen. Ich persönlich finde da den SC Freiburg als relativ gutes Beispiel. Die steigen mit Streich ab, die steigen wieder auf, die sind mit ihm, keine Ahnung, dreimal abgestiegen, viermal aufgestiegen und halten immer noch an ihm fest. Und sowas wünsche ich mir ganz innerlich für den VfB. Wer aber den VfB, wie wir kennt, der weiß, dass das also erstmal können wir uns das relativ schwieriges gut Umfeld abschmecken. Es ist das Umfeld, Tim, sind wir doch ehrlich. Es liegt das habe ich auch gelesen bei deiner Umfrage. ich glaube, der Ron vom Brustring 1893 war es, der geschrieben hat, ja, das schwierige Umfeld und die Blogger sind natürlich schuld. Ja, und ich denke mal, dass es vielleicht in der Mercedesstraße auch den einen oder anderen gibt, der genau das Ganze so sieht. Thema nochmal ganz kurz, Markus Weinz hier kriegt noch das Spiel gegen Leipzig. Für mich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass Reschke noch großartig hinter Weinz hier steht, weil sonst wird's ja nicht sagen, der kriegt jetzt noch ein Spiel. Es ist natürlich die Frage, wird er deswegen nicht entlassen, weil Reschke weiß, dann muss er auch gehen? Oder wird darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, dass die Zukunft von von Michael Reschke stark von Markus Weinz hier abhängt, davon abhängt, weil
er hat auf Sport, Michael Reschke hat auf sportlicher Ebene mit seinen Transfers, muss man so sagen, hat er versagt. Wenn er jetzt aber den zweiten Trainer innerhalb von einer Saison rausschmeißt, dann ist, kann er sich sicher sein, dass er nicht mehr lange Sportvorstand beim VfB Stuttgart sein wird. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, kann es gut sein, dass er deshalb noch an Markus Weinz hier festhält. Oder ein möglicher Kandidat, der jetzt vielleicht präsentiert werden sollte in dieser Woche, hat sie gesagt, also Leute, beim besten Willen, aber gegen Leipzig fange ich nicht an, vor allem nicht mit der Truppe, die ich da am Sonntag gesehen habe. Wäre natürlich auch noch eine Option. Und da ist natürlich die Frage, es werden ja so ein paar Namen diskutiert. Ja. Man traut sich ja gar nicht so richtig ran, aber ein Herr Gisdol wird immer wieder genannt. Auf der anderen Seite hört man Felix Magath. Was machen diese Namen mit dir? Du bist ja noch jünger. Du kennst ja Felix Magath als Trainer wahrscheinlich noch gar nicht so richtig. Ja, ich kenne ihn schon, aber... Ja, du kennst ihn, aber ich meine, du hast ihn hier nicht erlebt, oder? Ja, nee. So, nicht. Also da mach dich mal auf was gefasst. Das wird lustig. Markus Gisdol bringe ich halt immer mit HSV in Verbindung. Ich weiß nicht, wo der war, dann noch in Hoffenheim, glaube ich. Ja. Und ich sag's mal gleich frei weg. Er macht auf mich irgendwie so einen etwas dümmlichen Eindruck. Und da habe ich echt keinen Bock drauf jetzt in der aktuellen Situation. Da möchte ich einen smarten Typ, einen intelligenten jungen Trainer am besten und nicht so einen. Ich habe kein gutes Gefühl bei Gisdol. Ich weiß nicht warum. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich hätte gern, ja, wie du sagst, ich hätte auch gern so einen jungen, innovativen Trainer, der auch nicht davor zurückschreckt, älteren, gestandeneren Spieler wie Christian Gentner mal zeigt, dass eben die Rolle als Kapitän nicht alles ist, dass der sportliche Erfolg über allem steht. Und nicht, weil du Mario Gomez heißt, spielst du, nicht, weil du Christian Gentner bist und Kapitän bist, hast du einen gesicherten Stammplatz, sondern es geht um Leistung. Und wenn du schlechter trainierst als einen Donis, dann spielst du auch dementsprechend nicht, sitzt auf der Bank. Sowas wünsche ich mir einfach. Ich bin immer noch ein Fan von Hannes Wolf. Ich verfolge den beim HSV. Ich habe den total gemocht, als er beim VfB war. In so eine Richtung wünsche ich mir einen Trainer. Aber dass Wolfgang Dietrich damit wahrscheinlich auch ein kleines Problem haben wird, ist auch verständlich. Also, was heißt verständlich? Das ist vorauszusehen. Also ich bin auch einer derjenigen, die Markus Weinzierl, Quatsch, so ein Schwachsinn, Hannes Wolf, viele Tränen hinterher weinen, weil ich einfach nicht nur so sehr von ihm als Trainer überzeugt war, sondern auch als Mensch. Genau, als Mensch und für das, was er rein sportlich zeigen wollte auf dem Platz. Das hat mir sehr gut gefallen, die Art und Weise, wie er mit jungen Spielern arbeitet, wie er verkrustete Strukturen erkennt und dann auch bereit ist, die anzupacken. Er hatte dann, glaube ich, gerade Personalie Gentner nicht die besten Karten, weil so ein paar Dinge zusammengekommen sind, die dazu geführt haben, dass Gentner eben nicht dann sich erstmal auf der Bank wiederfinden musste zu Beginn der Saison 2017, 2018. Ich denke mal, das wäre ich denke, das wäre ein guter erster Schritt gewesen. Und das heißt nochmal für alle nicht, dass Christian Gentner in dieser Mannschaft nichts zu suchen hat oder sonst irgendwas. Wie es ja schon gesagt hat, Leistung ist das Entscheidende. Ja, wenn Christian Gentner, und da bin ich momentan eher auf Gentners Seite, die eine Option ist für die defensive Mittelfeldzentrale, weil Spieler ausfallen oder andere ihre Leistung nicht bringen, dann spielt natürlich ein Christian Gentner. Darum geht es doch nicht. Ja. Aber Christian Gentner hat schon viel zu häufig eben nicht seine Leistung gebracht und man fragte sich häufig, was macht der eigentlich auf dem Platz? Warum? Ja, wenn es um Leistung geht, dann kannst du aber, also dann musst du die ganze Mannschaft vom Feld stellen, nach dem letzten Spiel zumindest. Also, ja, das stimmt. Das ist gerade relativ schwierig, sich oder die Spieler daran zu messen. Ich habe auch schon richtig gute Spiele von Christian Gentner gesehen und wenn er überzeugt über einen längeren Zeitraum, dann habe ich auch nichts dagegen, dass er Kapitän ist, dass er spielt, dass er auch vorangeht. Aber es sollte eben nicht der Eindruck erweckt werden, hier kommt ein neuer Trainer und ja, du bist Christian Gentner und du bist Kapitän und deshalb spielst du automatisch. Wenn er natürlich seine Leistung bringt, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Der Martin vom Brustring Talk hat das eigentlich schon mal ideal zusammengefasst. Es ist halt so, du kommst in der laufenden Saison als neuer Trainer zum Verein, orientierst dich erstmal an den Führungsspielern, das ist dann ein Gentner, der gehört dann halt meistens dazu.
Du schaffst es erstmal mit dem Verein wieder, ja, ein paar Erfolge einzufahren. Da war ein Christian Gentner ein wichtiger Bestandteil. Also hältst du auch dann, wenn es nicht so gut läuft, an ihm fest. Das macht schon alles Sinn. Und auch nochmal, es liegt nicht alles nur an Christian Gentner. Und ich bin mir sicher. Nein, keine Frage. Genau. Aber man muss es halt immer wieder dazu sagen, wenn wir Christian Gentner in dieser Saison nicht in diesem Verein hätten, dann würde der VfB nicht viel besser dastehen, da bin ich mir sicher. Also es ist nicht der einzige alleinentscheidende Grund, aber er ist halt auch wieder so ein Baustein, warum man hier auf diesen Verein schaut und sich wirklich dann manchmal die Augen reibt, warum diverse Spieler hier so viel Macht zu haben scheinen, so muss man es ja sagen. Das ist ja auch immer nur eine Vermutung. Wir alle sind da nicht direkt drin, aber man fragt sich halt so manche Dinge. Wie kann das passieren, dass eine Mannschaft wiederholt einen Trainer abschießen kann? Also einfach durch Unruhe, die sie erzeugen. Ist noch nicht mal so sehr die Leistung dann entscheidend. Für mich, die spielt natürlich auch eine große Rolle, aber man merkt einfach, wie so eine gewisse Unruhe aufkommt durch Aussagen, durch Interviews eben dann von diversen Spielern. Die passieren ja nicht zufällig, diese Interviews. Vor allem nicht diese gestandenen Spieler mit so viel Erfahrung wie ein Mario Gomez, wie ein Christian Gentner, wie ein Holger Badstuber, der sich auch zu Beginn der Saison in einer gewissen Weise verhalten hat, wo er genau wissen muss, dass es dem Trainer schadet. Vor allem in der schwierigen Situation, als es zu Beginn nicht lief. Das sind alles so Kleinigkeiten, die passieren nicht unabsichtlich, sondern die sind aus meiner Sicht ganz bewusst so gesteuert von den Spielern, die deine Agenda verfolgen. Das ist natürlich jetzt alles auch ein bisschen verschwörungstheoretisch, da gebe ich euch schon recht. Aber ich habe halt einfach keinen Bock mehr drauf auf die ganze Scheiße. So, was ich zum Beispiel bei Mario Gomez gut fand, dass er gesagt hat, ich komme nicht an Niklas Süle vorbei, ich bin gegen die Bayern, bin ich einfach. Ist es besser, wenn jemand anders spielt? Also, dass er sich da auch in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat ja auch öfters, glaube ich, schon betont, dass er, wenn es bessere gibt als ihn, dass er dann nicht unbedingt spielen muss. Und dass er auch, wie ich finde, wenn er auf der Bank sitzt oder ausgewechselt wird, dass er noch sehr emotional ist. Also, er geht mit, er probiert die Leute noch zu pushen. Auf dem Platz ist es aber, habe ich oft den Eindruck, dass er relativ langsam ist und dass er relativ schnell keine Lust mehr hat, wenn es nicht läuft. Aber wie gesagt, die Aussagen, dass er sagt, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, ich muss nicht spielen, wenn es bessere gibt, das kann man auch mal herausheben. Ja. Da möchte ich intervenieren. Und zwar möchte ich mich da eher an Dennis Berger halten, der letzte Woche bei Podcast zu Gast war und gesagt hat, was macht das eigentlich für einen Eindruck auf junge Spieler, wenn sich so ein gestandener Spieler hinstellt und sagt, ich bin nicht mehr gut genug, um in der Bundesliga gegen die Besten zu spielen. Ich sage nicht, dass das jetzt unbedingt richtig sein muss, wie Dennis das Ganze gesehen hat, aber es ist zumindest auch in der aktuellen Situation fragwürdig, wenn ein eigentlicher Leader den Kopf in den Sand steckt. Ich musste ganz kurz überlegen, nicht, dass ich hier einen Podolski mache. So. Es muss schon eigentlich der Anspruch von jedem Spieler sein, der Beste zu sein und auf dem Platz zu stehen und eben alles zu geben. Und da verstehe ich das total, was du sagst. Mir hat in dem Moment aber die Aussage, dass er sich selber realistisch einschätzt und sagt, ich bin schon älter, es gibt bessere als mich, wenn die gerade in aktueller Verfassung besser sind, dass die dann spielen, das fand ich gut, aber natürlich kann das auch einen schlechteren Eindruck auf die jungen Spieler werfen, die vielleicht gerade aus einem anderen Land kommen, die aus Argentinien beispielsweise kommen, sich einleben müssen und dann sagt einer der Leader, wie du es gesagt hast, ja, ich muss nicht spielen, wenn ich nicht gut genug bin, kann natürlich auch ein schlechteres Licht auf die Spieler werfen. Ich glaube, dass Gomez das mit Weinz hier definitiv so besprechen kann, aber dadurch, dass es halt an die Öffentlichkeit gekommen ist und schon wieder so groß auch dann geworden ist, ich meine, das hat ja jeder mitbekommen. Ich meine, da wird wahrscheinlich vom González irgendwie der Uropa nochmal angerufen haben und gesagt hat, was ist denn da los? Und das ist halt immer auch so ein bisschen das Problem. Und dann kommst du, glaube ich, auch ins Grübeln und denkst darüber nach, es wäre doch viel cooler gewesen, wenn sich der Weinziel hätte vor die Mannschaft stellen können und sagen können, so Leute, heute spielt Tassos, heute spielt Nico. Euch vertraue ich im Spiel gegen Bayern. Ihr macht die platt mit eurer Geschwindigkeit, mit eurer Antrittsschnelligkeit und so weiter. So, das wäre doch viel cooler gewesen, als zu sagen, ja, der Gomez, der hat jetzt auch nicht so richtig die Eier in der Hose gegen Süle, so ein Sprintduell anzutreten, weil er muss halt, wer macht's? Ja, komm, der Tassos, der kann mal eine Runde hier auf dem Platz drehen. Das ist ja, das, definitiv, was ich meine. Ja. Also das ist eine in Sachen Kommunikation versagt da nicht regelmäßig nur Michael Reschke, sondern im Endeffekt der komplette Verein, auch der Trainer, auch bei Pressekonferenzen, der gibt
Und es mag sein, dass es seine Mentalität ist und dass es schon immer seine Art und Weise war, so zu agieren, aber ich finde, er gibt auch bei Pressekonferenzen ein nicht so gutes Bild ab. Ich möchte mich jetzt gar nicht weiter auf Markus Weinz hier einschießen oder so, weil das Thema wird definitiv nicht mehr allzu lange hier präsent sein. Also das, da mache ich mir überhaupt nichts vor, deswegen braucht man da gar nicht lang drüber sprechen. So, zu guter Letzt, oder fast zu guter Letzt, vielleicht hast du auch noch das ein oder andere beizutragen, was ich jetzt durch ewige Monologe zerstört habe. Ach was, alles gut. Schon mal dafür entschuldigen. Nein, aber alles gut. Ja, ich muss nochmal sagen, ich kann es nur nochmal so zusammenfassen. Ich bin nahezu verzweifelt. Und noch nicht mal so sehr, weil ich irgendwie Angst habe, jetzt in die zweite Liga zu gehen oder so. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ich bin niemand, der im Stadion sitzt und heult, wenn der VfB Stuttgart absteigt. Das ist nicht der Punkt. Aber ich sehe so viel Potenzial in diesem Verein. In diesem Umfeld, das als schwierig bezeichnet wird, aber eigentlich herausragend ist. Herausragend, enthusiastisch. Wie gesagt, da reisen 5000 Leute mit nach scheiß Düsseldorf an einem Sonntagabend. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten in der aktuellen Situation. Hier ist so viel da und dieses Publikum und auch der komplette Verein hat viel mehr verdient. Und mit kompletter Verein meine ich halt auch die Frau, die, weiß ich nicht, die Tickets ausdruckt, die deine Trikots beflockt, die deine Tickets, was weiß ich, abscannt, die dich im Stadion abfingert, weil sie jetzt gucken muss, ob du irgendwelche Atombomben mit ins Stadion nimmst, was ja heutzutage sehr realistisch ist. Also all diese Leute, die für den VfB arbeiten, das sind die Gearschten in der Situation. Und sonst niemand. Ein Reschke, ein Dietrich und die komplette Mannschaft, so vielen Weins hier, die haben ausgesorgt, die müssen sich keine Gedanken machen. Aber die kleinen Leute, die für den VfB arbeiten, sind die, die am Ende leiden werden. Rein finanziell und natürlich auch, weil sie viel Zeit geopfert haben für den Verein und das letzten Endes dann auch nicht wiederbekommen, durch gute Leistung vielleicht zurückgezahlt bekommen, das will ich eigentlich sagen. Jetzt fange ich mich schon wieder an aufzuregen, scheiß drauf. So, der Rey Bucanero hat auf Twitter heute noch was geschrieben. Darf ich ganz kurz noch dazu was sagen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich bremse mich, ist besser. Ja, alles gut. Ich persönlich merke das bei mir, ich finde es halt ein bisschen schade, dass so die Emotionalität, die geht so ein bisschen, und die Identifizierung mit dem Verein, die schwindet so langsam. Und du stehst halt dann im Stadion, hast wieder verloren und denkst, früher habe, und ich bin nicht alt, ich bin erst 18 Jahre alt. Ich habe noch nicht so viel durchgemacht wie vielleicht andere Leute. Aber dann stehst du da und denkst, ja, und jetzt? Also du denkst eigentlich gar nicht mehr so negativ, sondern das macht gar nicht mehr so viel mit einem, wie es mit mir früher gemacht hat. Und das finde ich schade, dass man sich auch nicht mehr auf den VfB stolz sein kann. Klar, sportlicher Erfolg wird schon dafür benötigt, aber ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich selbst, wenn wir in der zweiten Liga spielen würden, würde ich immer noch ins Stadion gehen. Ich würde jetzt nicht deswegen sagen, ich gehe nicht mehr ins Stadion. Ich würde immer noch ins Stadion gehen, aber ich wünsche mir so einen VfB, auf den ich stolz sein kann, der sich für Vielfalt und gegen Rassismus einsetzt, der auch glaubwürdig ist, der nicht sagt, ja, das ist Wahrheitsbeugung und ich will schnellstmöglich 100.000 Mitglieder erreichen und was ich sag, interessiert morgen eh keinen mehr. Ich persönlich träume so ein bisschen vom VfB, der sich mit der Kritik befasst, der, auf den man stolz sein kann, wo man sagt, ja, wir spielen erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, ist mir egal, aber ich bin stolz auf den VfB und auch die Fans aus ganz Fußball Deutschland schätzen den VfB irgendwo. Wir sind ja jetzt durch diese durch die Aktion so ein bisschen zu dem HSV der ersten Liga geworden. Und ich habe auch schon oft geschrieben, dass wenn es sich nicht um meinen Verein handeln würde, für den ich brenne, für den ich immer ins Stadion gehe und das immer tun werde, wenn es nicht mein Verein wäre, dann würde ich darüber einfach nur lachen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einfach nur schadenfroh drüber lachen und mich freuen, dass bei meinem Verein, wenn es einen anderen geben würde, anders wäre. Ich sag mal so, wenn deine Identifikationsfiguren Moishi, Holger Laser und Fritzle sind, ja, dann läuft irgendwas ganz, ganz falsch in deinem Verein. Und leider Gottes ist es mittlerweile so, dass das die Leute sind, die mir noch am nächsten stehen in diesem Verein, die über Jahre hier ihre Leistung bringen, mal mehr oder mal weniger. Grüße an Holger. Aber er versucht sein Bestes, das kann ich definitiv hier bestätigen. Und natürlich auch so Leute wie Günther Schäfer, das sind für mich eigentlich die letzten Mohikaner hier beim VfB Stuttgart. Der Rest, ja, da wird es ein bisschen dünn. Ansonsten, ja, ich glaube, du weißt, was ich absolut, ich unterschreibe das zu 100%, was du sagst. Es gibt so viele Punkte. Im Endeffekt kann man so zusammenfassen, wie du es eigentlich schon getan hast.
Wäre der VfB nicht unser Verein, würden wir lachend am Boden liegen und mit dem Finger auf diesen Verein zeigen. Es ist einfach peinlich, wie dieser Club sich, gerade was Außendarstellungen angeht, aktuell präsentiert. Das betrifft nicht nur das rein Sportliche, auch so Themen wie klares Zeichen setzen gegen rechts. Ja, also genau. Das sind alles so Themen, da kann man vielleicht auch verprellte Fanherzen mal wieder gewinnen oder vielleicht auch die ein oder andere Niederlage nichtig erscheinen lassen, weil es halt Wichtigeres gibt als, in Mainz zu gewinnen. Und ganz ehrlich, wenn deswegen Mitglieder meinen, sie müssen den Verein irgendwie verlassen. Adios, amigos. Eben, weil der Verein sich öffentlich gegen Rassismus, gegen Rechts positioniert, wenn die meinen, dass sie den Verein verlassen müssen, ganz ehrlich, dann habe ich lieber 99.000 Mitglieder als 100.000 oder also ja. So gesprochen. Punkt. Das war das perfekte Schlusswort zu diesem Thema. So, jetzt aber noch mal ganz kurz zu Ray Bucanero, der mir auf Twitter geschrieben hat und Folgendes geschrieben hat. Und da lasst uns dann noch mal ganz kurz drüber sprechen und vielleicht auch so einen kleinen Ausblick auf das Spiel jetzt gegen Leipzig wagen. Nicht allzu in die Tiefe gehend, aber so ein bisschen zumindest. Ray Bucanero hat Folgendes geschrieben. Die Abwärtsspirale in dieser Saison ist schon erschreckend. Wenn man sich heute noch mal die erste Halbzeit des ersten Saisonspiels in Mainz anschaut, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Nicht erst Düsseldorf hat gezeigt, die Mannschaft ist verunsichert und hat keinen Zusammenhalt. Falls ihr heute euren Podcast aufnehmt, seid ihr nicht zu beneiden. Ich schwanke zwischen Fassungslosigkeit, Apathie und Aggression. Gegen RBL, Boykott, Fragezeichen, Kurve kommt erst zur zweiten Halbzeit mit Wechselgesängen, Dietrich raus, Reschke raus oder ganz wegbleiben. Also das ist sein Input jetzt für unsere kleine Sendung. Wie geht man in das Spiel, vor allem als Fan, gegen Leipzig? Ich habe das jetzt nicht nur von ihm gelesen, sondern ich habe das jetzt ein paar Mal auf Twitter gelesen, dass sich eigentlich zuverlässige Stadiongänger darüber Gedanken machen, am Samstag nicht ins Stadion zu gehen. Wie stehst du dazu? Ja, also ich habe das auch schon öfters gelesen und gestern auch beim Spiel in Düsseldorf ist mir einer aufgefallen, der stand hinter mir und der hat dann in der 70. Minute, glaube ich, irgendwann geschrien: Warum schwenkt ihr noch eure Fahnen? Warum singt ihr noch? Hört doch auf damit, was die hier auf dem Platz liefern, ist doch unterirdisch. Ich glaube, es wäre ein falsches Zeichen, auf den Support komplett zu verzichten. Ich glaube auch, dass es organisatorisch ziemlich schwer wäre, komplett fern zu bleiben oder die erste Halbzeit gar nicht ins Stadion zu gehen. Weil die Ränge sich trotzdem füllen werden. Egal, ob da jetzt sich 2000 Leute dazu entschließen, nicht die erste Halbzeit zu boykottieren, nicht ins Stadion zu gehen. Es wird immer Leute geben, die den Block betreten werden und der VfB wird die Blöcke nicht schließen, die erste Halbzeit. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Deswegen, und was man dazu auch ganz klar sagen muss, dass der Support immer noch unheimlich wichtig für die Mannschaft ist. Wir sind noch nicht verloren, auch wenn es vielleicht oft so scheint, auch wenn wir gerade eher schon Richtung zweite Liga schielen und darüber reden. Wir können's rein theoretisch, rein rechnerisch immer noch schaffen und da ist der Support auch sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Kritik an den Vorständen, an den Präsident, an der Führung, dass die nicht leiser wird, sondern eher lauter, wie der Phil Meisel es auch schon gesagt hat, dass er glaubt, dass die Kritik jetzt immer lauter wird. Und ich glaube, dass man supporten soll, dass der Support unheimlich wichtig im Abstiegskampf ist, dass aber die Kritik nicht verstummen darf. Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso wie du. Vielleicht kann man es so sagen, ihr geht am Samstag nicht für Dietrich, für Reschke, Weinzierl, oder Ina Ogo ins Stadion oder für die Mannschaft. Ihr geht für den VfB Stuttgart ins Stadion. Ihr geht für 125 Jahre ins Stadion. Und ich gehe auch noch ins Stadion, wenn die alle nicht mehr da sind. Das geht nicht um irgendeinen Präsidenten, um den Spieler. Es geht um den Verein. So sieht's aus. Ich bin auch der Meinung, man sollte ins Stadion gehen. Man sollte die Kritik lautstark vortragen. Man sollte, das habe ich schon mal gesagt, vielleicht auch klar machen, was man möchte, nicht nur, was man nicht möchte, auch wenn das schwierig ist, aber man hat genug Zeit, es gibt genügend Möglichkeiten, Banner zu malen, wobei sich die Jungs wirklich, also allgemein alle Ultras, jetzt möchte ich da nicht immer nur die
Jungs von Kommando Kanschat herausstellen. Da gibt's auch noch die Jungs vom Schwabensturm etc. pp. Also da gibt's genügend Leute, die man hier erwähnen darf, die immer wieder mit interessanten Spruchbändern auf sich aufmerksam machen. Aber wie gesagt, ihr geht nicht für diese ganzen Knallköpfe ins Stadion. Ihr geht für diesen Verein ins Stadion, der euch unter Umständen schon euer ganzes Leben begleitet. Und nur das ist das, was zählt. Und ich persönlich jetzt als Fan möchte einfach nicht so Bilder sehen wie in Hannover, wo die Ränge verwaist sind bei einem absolut richtungsweisenden Spiel. Für genau. Den kompletten Verein in Nürnberg. Ich möchte volle Stadien sehen, ich möchte laute Stadien sehen, in denen der VfB Stuttgart spielt. Ich möchte weiterhin, wenn ich schon nicht auf die Mannschaft stolz sein kann, auf die Fans stolz sein. Und so ging es mir bislang eigentlich in jedem Spiel. Ja, ich war immer so stolz auf unsere Kurve, ja, weil zum einen, wie sie sich präsentiert, fand ich immer insgesamt, also als große Einheit, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Statements, die auf Spruchbänder präsentiert werden, gefallen mir gut. Und ich hoffe, dass es beibehalten wird. Klar, ich kann niemanden davon abbringen, nicht ins Stadion zu gehen. Ich gehe ja selber nicht regelmäßig ins Stadion, ist schon richtig. Aber ich hoffe, dass, wie gesagt, wenn ihr schon nicht für die Mannschaft ins Stadion gehen möchtet, was ich verstehen kann, dann geht für den Verein ins Stadion. Denn der ist im Endeffekt alles für uns. Und, absolut. Er wird Bestand haben, egal wer diesen Verein trainiert, führt, repräsentiert oder sonst irgendwas. Es zählt jetzt einfach, dem Verein weiter die Treue zu halten. Und es geht letzten Endes nur gemeinsam. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser anhaltende Support vielleicht den einen Punkt letzten Endes dann bringt, den wir brauchen, um dann nicht abzusteigen oder so. Ja, in die Relegation zu kommen oder vielleicht Platz 15 zu schaffen, ist egal. Aber ich möchte am Ende mir nicht vorwerfen, dass es daran gescheitert ist, was ich vor allem verhindern möchte, ist, dass man irgendwann mal hört, ja, irgendwann haben wir die Fans dann auch nicht mehr supportet oder so. Ja, das wäre ein billiges Argument, genau. Dass man den Gegnern liefert. Ja. Nicht nur den Gegnern. Genau. Sondern oder auch den Kritikern. Den Kritikern innerhalb des Vereins. Die Fans waren immer da und werden immer da sein. Und die können auch weiter stolz auf den Verein sein. Das jetzt gerade ist nur, es ist ein Pissestrahl in der Zeitrechnung beim VfB Stuttgart. Und diese Analogie habe ich ganz bewusst gewählt. Gut, es ist auch ein Stück weit wirklich eine emotionale Ausgabe für mich, auch wenn ich gesagt habe, ich wäre niemand, der jetzt anfängt zu heulen oder so ein Scheiß, wenn der VfB absteigt. Aber wie gesagt, es ist so maximal belastend, die ganze Scheiße. Und es war eigentlich im Nachhinein so offensichtlich, dass es genauso laufen wird, wie es jetzt gelaufen ist. Also der Worst Case ist eingetroffen. Und ich erinnere da, und das ist, dann ist wirklich wieder gut jetzt, ich erinnere da nochmal an eine Frage. Es gab... Und das muss ich nochmal sagen, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, ja, da sind Leute, Ultras auf die Bühne gegangen, wurden ausgepfiffen, da haben Leute ernsthafte, kritische Fragen gestellt, die wurden ausgepfiffen, nur weil 20.000 Spasten ihre scheiß Trikots abholen wollten und einen Leberkäse wegfressen wollten, ja, die saßen da und haben gepfiffen, weil Mitglieder aus dem gleichen Verein, die das gleiche Anliegen haben, oder beziehungsweise die gleichen Gefühle hegen, wie diejenigen, die auch auf der Tribüne saßen, ihre Bedenken geäußert haben, wurden diese Jungs ausgepfiffen. Aber ich kann nur sagen, die beste Frage, die damals gestellt wurde in Richtung Wolfgang Dietrich war, was passiert eigentlich, und es war im breitesten Schwäbisch, was passiert eigentlich, wenn das hier alles schief geht? Und darauf gab es bis heute keine Antwort. Aber wir werden eine bekommen, und zwar am Ende dieser Saison. Darauf läuft es hinaus. Tim, möchtest du noch irgendwas Beruhigendes beitragen hier zu dieser Podcast-Folge? Gibt's noch was, was du gerne äußern möchtest? Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Man darf die Hoffnung nicht verlieren, auch wenn es aussichtslos erscheint, auch wenn ich gerade nicht so daran glaube, dass es noch möglich ist. Der Fußball schreibt oft schöne Fußballgeschichten, vielleicht passt es ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht brauchen wir unbedingt den erneuten Neuanfang in der zweiten Liga. Ja, man darf aber, also man darf sich auch nicht zu viele Gedanken über den VfB machen. Man darf nicht zu viel Emotion verschwenden, weil das zieht einen im Endeffekt eigentlich nur noch runter. Man muss dankbar sein dafür, dass man die Leute dadurch kennengelernt hat, die man kennt, und aber auch weiter irgendwie lautstark sagen, was man denkt und was man fühlt, und ja, auch für den Verein kämpfen. Ja. So sieht's aus. Am Ende ist es nur Fußball. Tim, ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass du hier mit mir diese kleine Ausgabe aufgenommen hast. Den Sebastian, ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde. Ja, selbstverständlich. Den Sebastian würdig vertreten hast. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man dir auf Twitter unter
Blog Cannstatt folgen kann. Und wer so ein bisschen über den VfB hinaus was über dich erfahren möchte, der kann auch mal bei @tim, ARTM. ARTM, genau. Ich wollte gerade fragen, ob man es als Wort ausspricht oder als Buchstaben vorliest. Also Tim, ARTM, da findet man dich auch und kann so ein bisschen noch über den Tellerrand hinaus über dich was erfahren. Außerdem gibt es noch blogcannstatt.wordpress.com. Hast du mir zugesichert, dass da in nächster Zeit endlich mal wieder Content aufschlägt. Das habe ich jetzt behauptet. Mal sehen, aber ja, ich denke mal, dass ich mich da an das Projekt wieder mal ranwagen werde. Ja, genau. Ja. Also ich habe das jetzt behauptet, um dich so ein bisschen unter Druck zu setzen. Also, ich bedanke mich nochmal und hoffe, dass wir uns schon bald wieder hören und dann vielleicht mit etwas positiveren Nachrichten. Wäre schön. Vielen Dank, dass ich da heute da sein durfte. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich kühle jetzt erstmal ein bisschen ab. Bis dann. Ciao. Ciao.